Ja, ihr seid in eurer Ölplattform, Ätherplattform, magische Energieplattform. Im Ethereum. Genau, Nein, Refugium. Ja, das Refugium. Ich sollte mir den Namen Refugium auch mal aufschreiben. Das ist durchaus sinnvoll. Wir haben einen Tag gehindert. Was meint ihr, was für eine Jahreszeit haben wir momentan? Sommer. Wobei man das auf dieser Ölplattform nicht merkt, weil es regnet trotzdem und es ist trotzdem nur so. Hä? Es gibt im Winter durchaus mal Schnee und im Sommer weniger Regen als sonst. Ist halt Nordsee. Ja und? Da gibt's doch auch Sommer und Sonnenschein. Also es wärmer wird's im Sommer doch schon. 10 Grad. Ja. Wir sind nicht in der Arktis, wir sind in der Nordsee. Ist trotzdem arschkalt. Nein. Nee, tatsächlich ist die im Sommer gut warm. Ja? Hä? Das okay. Kann ja auch in der Nordsee passieren, dass wenn ein sonniger Tag ist und man schreit aus und denkst, puh, so würde ich das schon sagen. Vor und das habt ihr da oben tatsächlich sogar noch einen Tacken mehr, weil ihr euch schon Wasser habt. Das heißt, das Licht, die Sonnenstrahlen werden reflektiert. Das heißt, ihr kriegt Sonne von oben und Sonne von unten. Das ist wie wenn man im Schneegebiet ist. Da wird es halt auch durchaus warm. Okay, Sommer auf der Sommer im Refugium. Refugium. Sommer im Refugium. Also, ja. Klingt so ein bisschen wie so, als wärt ihr in einem Indianerreservat oder so gelandet. Aber ja. Wir haben dort Sommer, das heißt, es wird halt auch recht früh hell. Wir haben also um 8 Uhr morgens das allgrübliche Frühstück. Wahrscheinlich sieht es so aus, dass zumindest Hans-Uwe und Carl Stevenson erst... Also, die wirken da schon wieder müde, weil die wahrscheinlich sehr früh aufstehen, anfangen mit Techniken Bullshit rumzuarbeiten. Karl wird wahrscheinlich auch häufig einfach die Nacht durcharbeiten, weil er irgendeinen Einfall hatte, was man machen kann. Unter Umständen passiert es dann auch mal, dass halt mit dem Refugium Dinge passieren, weil er halt gerade das umgebaut hat. War ein bisschen ungünstig, als er die komplette Wasserversorgung durch Kaffee ersetzt hat, weil er sich dachte, da kann ich morgens beim Duschen direkt Kaffee trinken und werde dementsprechend schneller wach. Ich fand die Idee gut. Ja, das aber der Rest nicht so. Wie gesagt, ich fand die Idee gut. Praktisch war es auch nicht so toll. Ja, heute Morgen ist ein bisschen Unruhe, das Ganze generell ein bisschen unruhiger, denn Ali Al-Ahmad hat bekannt gegeben, dass dass die Tradition eingeladen haben, dass bald ein großer Besuch in den Holzhandreichen ansteht, das siebenjährliche Treffen, wo der große Rat sich trifft und dann normalerweise diese Saison, dass noch ganz viele andere Magier kommen, um sich dort halt drumherum auszutauschen, Gleichgesinnte zu treffen, Gespräche zu führen, etc. pp. Und da will er natürlich auch hin, mit möglichst vielen von hier, weil ist halt cool. Ihr wollt wahrscheinlich auch mit hin, würde ich von ausgehen. Ja, klar. Und es geht halt heute so los von, bereitet man irgendwas Cooles vor, um da Eindruck zu schinden. Vielleicht kann man auch ein paar Leute überzeugen, dass sie ins Refugium ziehen oder man kann auf jeden Fall sich als effektive Magier darstellen. Häufig ist es halt so, dass es gibt im Horizontreichen ja verschiedene, dass sich halt aus den verschiedenen Reichen auf welche kommen, die halt dann quasi so ein bisschen Vorführung machen. Das ist natürlich wichtig, dass da Schaukämpfe stattfinden, wo Magier sich auf geistiger Ebene duellieren, wer stärker ist und solche Sachen. Und jetzt brach heute Morgen halt beim Frühstück diskutiert von, was machen wir, um da cool aufzufallen. Und natürlich wird dann auch hier gefragt, ihr habt irgendwelche coolen Ideen, was ihr machen könnt. Damit wir da halt als awesome Magier dastehen. Die Kaffeedusche wieder anschalten. Abgelehnt. Was wollen? Ich habe keine Ideen mehr. Was sagt ihr? Wie irgendein episches, beseeltes, mechanisches Ätherwesen erschaffen. Ich kann es nicht beseelen, ich kann es erstmal bauen. Ja, beseelen kann ich es ja. Oder können mein Meister und ich es ja. Ich kann was Cooles bauen, natürlich. Gerne. Sagen wir was? Ein automatischen Haushaltsweg und Haushaltsroboter-Ding, der morgens dein Zimmer aufräumt, deine Wäsche macht und dir gleichzeitig einen Kaffee kocht, weil er eine Kaffeemaschine integriert hat und solche Dinge kann. Oder... Wie wär's mit so einem Roboter, der über den Boden fährt, das ist ungefähr so hoch, dass er auch unter Sofas passt und der saugt dir den Boden
Und wäre vielleicht rund, damit er nicht in Ecken festhängen bleibt. Aber wenn soll er rund ist, wie soll er dann in den Ecken staubsaugen? Der könnte so kleine Bürsten haben, die ein bisschen nach draußen ragen und dabei quasi auch in die Ecken reinkommen können. Und du meinst, das ist awesome magic fancy shit, der andere Leute beeindruckt. Ich meine, das klingt total praktisch. Ihr seht, wie ich aus einem meiner Beutelchen oder aus der Tasche so einen Zettel raushole und mir was notiere. Vielleicht kann er ja den aufgesaugten Staub, die Materie davon, direkt in Energie umwandeln, die man dann am Ende des Tages aufsammeln kann und quasi so ein bisschen Energie bekommt, die man dann benutzen kann, um seinen Kaffeekochpot zu erhitzen. Er könnte den Staub in Goldstaub verwandeln. Ihr seht, wir haben, also momentan sitzt bei ihr natürlich noch am Frühstückstisch und neben euch ein Stück entfernt sitzt Leon mit irgendwie einem bisschen Rührei und einem Kaffeetasse, natürlich schwarz, so über. Ihr habt doch echt Langeweile, oder? Dass wir die eine Selbstschussanlage bauen sollen, ist uns klar. Aber es ist ja nicht jeder hier Eutanatos, ne? Was oder, soll das denn heißen? Oder hast du eine bessere Idee? Nein. Ich würde mich dabei auch mit einem Duell vollkommen zufrieden geben. Da fühlen sie sicherlich jemanden, bei dem sich das lohnt. Aha. Ist das eine Herausforderung? Du meinst, bei dem das notwendig wäre? Naja, da gibt es sicher gute Kämpfer, von denen wir noch was lernen können. Ich wollte nur sagen, ich hoffe, du legst dich nur mit Magi an, die wenigstens die Stirn bieten können. Natürlich. Schwächlinge wegklatschen, das ist nämlich auch nicht nötig. Wollen wir denn etwas Böses machen oder etwas den Menschen und uns Magi Sinnvolles und du kennst meine Antwort. Nur gute Dinge. Wie ihr kommt auf irgendwelche bösen Ideen. Gut, böse, das ist der Übergang ist fließend. Sind so bürgerliche Kategorien? Es gibt nur noch witzig und nicht witzig. Ich hab da mal zwei Stempel vorbereitet. Sie hat angefangen. Es ist gut, das Känguru kann man immer jetzt nicht sehen. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, was könnte man sonst bauen? An Maschinen, an Dingen. Das müssen ja keine Maschinen sein. Wir können ja was anderes machen. Könnte... Kann ja doch. Guck Leon an, ich könnte dir eine Kuh, ein Kuhgesicht haben. Was hat er an? Langen schwarzen Ledermantel. Ich könnte deinen langen schwarzen Ledermantel kugelsicher machen. Das kannst du? Ja, natürlich warum kann ich das. Du hast das schon lange gemacht. Weil du nie gefragt hast und jetzt reden wir über awesome Shit, den ich machen kann. Oder ist dir das auch zu langweilig? Nein, nein, das klingt voll praktisch. Wann bist du damit fertig? Das kommt darauf an. Also ich habe da mal was überlegt, es könnte funktionieren. Ich bräuchte dafür nur ja irgendein bisschen Metallschrott. Hier finde ich, den wandle ich dann um, dann muss ich den verflüssigen auftragen. Doch, Valerian, können wir bitte? Können wir erstmal vergessen. Wenn du also du bist halt gerade geistig, aber kurz weg, löst das Ding auf, kehrst wieder mit deinem Geist irgendwo vor die Realität zurück und siehst halt, wie er dir direkt den Mantel vor die Nase hält. Bitte, viel Spaß. Ich übernehme keine Gewähr dafür, sage ich, dass ich ihm das Ding abnehme, dass der nachher noch so aussieht oder überhaupt noch existiert. Deswegen habe ich auch drei davon. Dann ist ja alles gut, cool. Valerian, bist du gedanklich wieder bei uns, oder? Kannst du das selber meinen? Ich prüfe gerade den Mantel von innen, von außen, fühle über den Stoff, guck mir das an. Ja, total, wieso? Ich habe auch noch ein paar. Wir sind voll weiter. Wahrscheinlich unter anderem auch einfach kleine Taschen, in denen Messer drin sind und solche Sachen. Valerie. Au! Valerie. Ich lege den Mantel an die Seite und, wieso, was wolltest du noch sagen? Hattest du noch eine Idee? Leider noch keine Bahnberechnung. Ich finde die Idee schon mal gar nicht so uncool. Wenn das klappt, mache ich das gleich mit meinem Pullover auch. Das sollte ich vorher waschen. Aber kannst du das mit meinem Pullover auch machen? Ja, wenn es klappt, kann ich das mit einem unseren Pullovern machen. Ich will das aber. Ich hatte die Idee, aber ich kann das mal ausprobieren. Kommt ihr mit? Okay. Also das ist jetzt unsere bahnbrechende Supererfindung. Ein kugelsicherer Mantel. Sicherer Mantel. Ja, wenn das vom Prinzip her funktioniert, kannst du aber auch ein kugelsicheres T-Shirt machen.
Das finde ich gar nicht so uncool. Und solange du keine coolere Idee hast. Ein kugelsicherer Mantel ist aber viel furchteinflößender. Ja. Kugelsichere Kettenbikini für die Rollenspieler-Barbarin. Zum Bleistift. Das heißt, wir retten die Welt, indem wir alles kugelsicher machen. Wir könnten auch Kugeln zu Gänseblümchen machen, das wäre auch nicht schlecht. Man könnte einen Strahler, der automatisch, also wenn jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass nur Schusswaffen sich, oder Projektile aus Schusswaffen sich mit über einer gewissen Geschwindigkeit bewegen, die machen ja hauptsächlich kinetischen Schaden, dann könnte man vielleicht ein Feld, was alles um einen herum, was sich schneller bewegt als, in was auch immer verwandelt. Also auch der Hochgeschwindigkeitszug in Japan verwandelt sich in ein Gänseblümchen mit den Menschen darin. Es wäre etwas unpraktisch. Dann darfst du das Ding dann nicht in einem Hochgeschwindigkeitszug benutzen. Aber vom Prinzip her finde ich die Idee voll cool. Vielleicht. Das ist so eine Art Schutzschild-Ding. Wenn du das groß genug kriegst und machst das mal in so einem Krisengebiet an, dann drehen die alle voll durch, weil sich deren Kugeln alle in Schokobonbons verwandeln. Aber... Also das mit dem Hochgeschwindigkeitszug könnte man auch lösen, wenn man einfach eine Größenbeschränkung einbaut. Kann auch eine Kraft, so eine Geschwindigkeitsbeschränkung machen, weil so eine Kugel ist halt schon verdammt schnell. Ja, richtig, eine Kugel, die ist irgendwie tausend, die, weil, was bei der Kugel so laut ist, ist ja der Überschallknall. Und ein Hochgeschwindigkeitszug mit 300, 400 km/h ist jetzt bei weitem nicht so schnell. Auch wenn es durchaus witzig wäre, wenn du so einen Hochgeschwindigkeitszug hast, der beschleunigt und dann ist er ein Schokobonbon. Und du ein Schokobonbon? Ja, der hat viele Schokobonbons. Dann hat man zwar nicht mehr das Problem, von der Kugel getroffen zu werden, sondern von einem Schokobonbon. Mit hoffentlich geringerer Geschwindigkeit als die Kugel zu vor. Dafür platzt dein Gehirn, weil das Paradoxon sagt, böse, lass das. Ja, aber die Idee ist doch jetzt mal gar nicht so blöd. Und wir wollen es ja nicht jetzt... In Afghanistan machen, 2004 war Afghanistan, ne? Ja. Wir wollen es jetzt nicht in Afghanistan machen, sondern in irgendeinem Schattenreich. Also das ist ja erstmal okay. Oder also gute Frage, ja, ne? Bitte? Horizontreich. Horizontreich. Aber prinzipiell okay, oder? Ja. Also schon. Es geht ja erstmal ums Prinzip. Also ich will erstmal nur zeigen, dass ich kann, dass es geht. Kann man denn das auch auf die Technologie der Technokraten anwenden? Also die Waffen der Technokraten? Es kommt darauf an, die haben ja nicht nur Projektilwaffen, sondern die haben auch irgendwelche Energiewaffen und Laser und bestimmt irgendein anderen fancy Shit. Aber Projektilwaffen funktionieren ja erstmal wie Projektilwaffen. Kannst du einen Pullover auch lasersicher machen? Da haben wir dann wieder ein anderes Problem, weil Laser ist ja erstmal Energie, da müsste ich mehr Energie, also ist ja eine andere Form von Energie, das ist ja keine kinetische Energie, die man absorbieren muss, sondern dann muss man den Pullover halt hitzeresistent machen. Aber auch das geht. Aber das ist halt ein anderes Verfahren. Aber auch das wäre... Das wäre wahrscheinlich mehr so ein Isolationsproblem. Könnte ich einfach eine... Also, während ich Gedanken verloren... Das Problem beschäftigt nicht die Soziologen. Mal theoretisch gefragt, deine Lösungsansätze sind damit beschäftigt, dass du Energie irgendwie umwandelst oder absorbierst? Nee, Materie. Oder Materie. Mach die Materie anders. Mit Energie kenne ich mich nicht so gut aus. Dann könnte ich auch einfach eine Rune auf meinen scheiß Pullover zeichnen, dass er die Energie absorbiert. Kannst du auch machen, wenn das klappt. Ja, gib das Ding wieder zurück. Ihr seht übrigens, wie ich beim Essen immer mehr anfange, das Besteck, was wir da haben, zu horten, was so neben mir auf dem Teller, was andere Leute da benutzt haben. Ich nehme das mit. Valerian, lass das. Wieso? Weil wir nur noch 10 Messer und 5 Gabeln haben. Ich pack das auf meinen Teller und stelle es in die Spülmaschine mit dem anderen Kram und gehe, wir werden ja wohl irgendwo so ein Teile-Lager haben, was ja auch immer, wo einfach Metallschrott rumliegt. Ihr habt wahrscheinlich unten quasi so ein, wahrscheinlich so ein bisschen wie so einen großen Gitterkäfig, den man von unten unter die Station gebaut hat, der irgendwie führt halt so eine gerade Leiter runter, 3 Meter, die hat einen Metallplattenboden und dann seid halt so ein Gitter. Damit hat halt auch von oben eine Luke, die man aufmachen kann, wo man das Zeug erstmal reinwerfen kann, was halt Metallschrott ist.
Und dann findet sich natürlich immer so, dass Ethas das Zeug wieder rausholt, weil er was braucht. Und ich will jetzt das Ganze selbst tragen, weil einfach nicht zu viel Zeug zusammenkommt, um das Ding zu überlaufen zu bringen. Ja, ich hole mir da was raus, was möglichst nah an Edelstahl ist. Also je höher veredelt vom Materialzustand, umso besser. Ich finde so Kupferkabel. Ist okay. Kupfer, vielleicht irgendwas Chrom, Edelstahl, das ist halt Metall. Ja. Und Metalldinge. Hier, halt mal kurz. Ja. Und ich hole noch Männer raus und halt mal kurz und, ne? Das ist der Moment, wo sie ihre Zufalltuch sagen muss. Dann tappen wir in mein Quartier, was irgendwo unter Dingen ist. Dann, beschreib uns doch mal, wie dein Quartier aussieht. Ein ziemlich chaotischer Raum, schon das Schloss vorne in der Tür. Funktioniert darüber, wie ist das mit so kleinen Magiespielerei-Dingen? Ist jedes Mal Magie anwenden voll das Problem? Oder sind so kleine Spielerei-Dinge eher so was? Wenn die Schwierigkeit geringer ist als deine Arete, dann musst du nicht würfeln. Also eine Sphäre 1 ohne Zuschauer, die Koinzidenzmagie ist. Koinzidenzmagie heißt? Heißt, die Realität glaubt dir das. Oder sonst musst du halt noch weiter mit dem Fokus arbeiten. Dann kannst du entweder eine Stufe 2 Koinzidenzmagie nehmen oder eine Stufe 1 als Vulgärmagie. Zum Beispiel halt ein... Was heißt das? Stufe 1... Was bei Materie? Was ist denn auch Materie Stufe 1? Also, könntest irgendwie du kannst ohne Probleme quasi dir von Dingen erspüren, was materietechnisch was das ist. Ja, das bringt mir nicht viel. Also, ja. Ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, dass ich eigentlich nur so ein kleines Metall, so ein Metallklumpen in der Hand habe als Schlüssel, und der dann quasi, den ich da vor das Schloss halte und der sich dann erst zum Schlüssel formt und in das Schloss reinfließt und das aufschließt, dass es quasi nicht dass es keinen Schlüssel dafür gibt, sondern ich jedes Mal die Schlüssel. Vulgärmagie von Stufe 2. Das würde ich sagen, also das kannst du da bräuchtest du noch einen Wert von 5, selbst mit einem Fokus. Okay. Was aber auch viel wahrscheinlicher ist, dass du halt irgendwie einen Schlüssel hast, mit welchen Kolben oben drauf und welchen so Glassteckevolt Äther drin ist, der halt beim Einschließen eine Verbindung aufbaut und Äther in das Schloss pumpt, damit das funktioniert. Ja, dann habe ich halt so einen etwas komplizierten Schlüsselmechanismus, den ich da ins Schloss stecke, und dann siehst du so einen Kolben, der sich quasi leert und irgendwas in das Schloss oder in meine Tür reinpumpt. Valerium, was hast du eigentlich zu verstecken? Nichts, aber es ist cool. Du weißt, dass es auch ganz normale Sicherheitsschlüssel gibt, die auch super sicher sind, ja. Ihr hört auf in der Tür irgendwelche Zahnräder klickern und irgendeinen Riegel und tralala. Der Typ braucht jedes Mal 5 Minuten, um aufzugehen. Das ist doch kein Zustand. Ich vertraue allen Leuten, die da sind, aber es ist so cool. Was ist, wenn du abends aufs Klo musst? Da wartest du 5 Minuten, bis deine Tür aufgeht. Mhm, genau. Auf jeden Fall. Ja. Und was ist in dem Kolben drin? Frag dich. Wasser zu Wein und so. Morgens Kaffee machen geht auch anders, wenn man Materie hoch genug hat. Es ist dann halt wirklich Kaffee. Sorry, dass ich gefragt habe. Ich brauche halt nicht die Energie, um es warm zu machen. Lebst halt nur ein Risiko des Paradox. Also ich finde, wir sollten Valerien vom Kochplan streichen. Das war ein Scherz, Leute. Inzwischen ist meine Tür übrigens auf. Und das Erste, was ihr seht, ist in seinem Zimmer eine Kaffeemaschine mit einem großen Trichter, wo man einfach alles reinkippen kann und es kommt unten Kaffee raus. Die steht nicht irgendwo direkt neben der Tür. Ja, auf jeden Fall 1000 metallische Einzelteile, die in weniger verschiedenen Kisten und Schubladen versteckt sind. Schubladen, die teilweise gar nicht mehr zugehen, die teilweise schon als Ablagefläche genutzt werden, weil einfach der Schreibtisch damit erweitert wurde. Irgendwo im Hintergrund ein Bett, wo aber jetzt schon, ich müsste eigentlich gerade aufgestanden und losgegangen sein, wo aber jetzt schon total viele Sachen drauf liegen. Ihr vermutet, dass die nachts unten auf dem Boden liegen, weil das dann auf einer großen Holzplatte liegt. Und morgens, wenn ich den Platz auf dem Boden zum Rumgehen brauche, diese Holzplatte, so wie sie ist, einfach aufs Bett gelegt wird. Mach dir mal so einen Stuhl zurecht. Bitte? Ich würde gern sitzen. Mach mal Stuhl. Du
könntest, warte mal, ich nehme die Platte von meinem Bett, schieb die ein bisschen mehr Richtung Kopfende, dann kannst du dich ans Fußende setzen, musst aber ein bisschen immer auf die Platte, setz dich einfach mit einer Probacke auf die Platte, damit sie nicht überkippt und das ganze Zeug da runter, weil das ist sortiert. Ich will dich aber nicht auf dein Bett setzen. Am Fußende kannst du das ja wohl, jetzt diskutier nicht drüber. Ich bleib stehen. Ninchi, möchtest du dich setzen? Gibt's hier irgendwo eine Metallplatte? Kennst du das Problem, weil man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht? Es gibt hier Metallplatten. Und zwar viele. Kann ich einfach eine Metallplatte nehmen, die an beiden Enden einmal runterklappen und mir einen Hocker bauen? Hast du Materie? Zwei? Nein, aber ich habe Kraft. Ich bin stark. Das kannst, darüber kannst du es substituieren. Es kann halt sein, dass es Metall nachgibt. Ansonsten, ja klar. Werfwurf auf Arete. Sehe ich, was er vorhat? Ja. Dann, warte mal kurz. Nimm das Ding. Das sollte, vergiss es. Frag nicht, was es werden sollte. Ich ziehe mir meinen Pitboy da drauf, logge es ein, quasi, also den Korrespondenzfokus, dafür, guck mir das an und möchte das Ding weicher machen. Einfach die Eigenschaft des Metalls, den Härtegrad auf weich ändern, auf wachsförmig. Dass okay. Man das Problem verbiegen kann. Das ist eine Eigenschaft in Stufe 5. Oh, okay. Würde ich jetzt zumindest so verstehen. Ja, ich befürchte. Also wenn ich es selbst umforme, ist es wahrscheinlich viel einfacher. Ja, aber es ist viel cooler. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Cool ist eine legitime Wissenschaftsaussage zu dingen. Okay. Was machst du da gerade? Und ich gucke zu, wie du benutzt deinen Fokus. Es ist prinzipiell bei dir hier Koinzidenz mit in deinem Labor, also du gegen 7. Mit meinem Arete-Würfel. Genau. Mit Arete-Anzahl Würfeln. Ja. Das ist leider kein Erfolg. Überschüssige Einzel? Ja, eine. Also du hattest... Ich hatte eine 1, aber keinen Erfolg. Ein Patzer. Dann ist es ein Patzer. Ach, Kacke! Also wenn du 1 nehmen mir Erfolge weg, ja. Wenn du noch 1 hast, aber keine Erfolge mehr, dann ist es ein Patzer. Das heißt, du darfst jetzt, sag mal, 5 Paradox aufschreiben. Ah, diese Spielkinder. Aua! Ich sehe halt, wie an seinem älteren Wand, er halt Dinge einstellt und dreht, und dann knackt das irgendwie sehr ungesund, weil er so kriegt da raus und es kommt irgendwie Dampf, was einige irgendwas passiert ist. War es das jetzt mit unserem Projektteam-Projekt oder kannst du noch irgendwas? Nein, ach, sei still. Ich muss den rekalibrieren. Ich drehe den um, ich mache da so eine Klappe auf, da gucken so ein paar Kabel raus, die teilweise auch nicht mit irgendwas anderem zu Währenddessen stehe ich da immer noch mit derselben Metallplatte. Guck den an. Ja, mach, was du machen wolltest. Das hat nicht funktioniert. Ich hatte irgendwelche Dinge neu. Wir haben ja hier viel Schrott herumliegt. Mhm. Das ist kein Schrott. Das hörst du nicht. Der wird ja auch von der Schwerkraft angezogen. Den kann man auch bestimmt ein bisschen Energie abziehen und den, um zum Helfen beim Verbiegen der Metallplatte. Okay. Also in Kräfte umwandeln. Also Stufe 3. Genau. Dass du hier in dem biegen kannst, zählt ja aber als Vulgärmagie. Weil du bist halt in seinem Zimmer. Und da kann man das nicht mal eben so. Also würfelst du gegen 7. Gegen 7? Ja. Ich habe schon gesagt, dass ich es mache. Ja, willkommen im Club. Fuck. Die 1 nimmt... Ja, ich hasse 1. Du stehst da und so... Es bleibt eine 6 übrig, also... Moment, hast du deinen Fokus benutzt? Ja, ich hätte wahrscheinlich die Runen auf meiner Hand. Check, dann würfelst du nämlich nur gegen 6, den habe ich nicht bedacht. Dann hat das funktioniert. Trotzdem kriegst du 3 Paradox-Punkte, weil es wohl gerne mal geht. Ihr seht, merkt das, wie er die anfängt, dieses Ding zu biegen, dass es in die Form kommt, dass er sich da draufsetzen kann. Gleichzeitig knarzt drumherum der ganze Raum total bedenklich und Sachen so ein bisschen runter und hat das Gefühl von, geh nur zusammenbrechen. Alter, lass das, was tust du da? Dann hat die Lage irgendwie von dem Ding weggenommen, sonst zieht sie weiter nach unten. So, und das Puck ist auf dem Boden. Da habe ich einen Stuhl. Und ja, okay, fangen wir an, weswegen wir eigentlich hier sind. Ich habe noch weiter nachgedacht, während ihr Kinder Quatsch gemacht habt. Oh Mama, was hast du jetzt wieder?
Wir wollen ja die Projektile in ungefährliche Gegenstände umwandeln. Wie wäre es, wenn wir sie nicht nur in Ungefährliches umwandeln, sondern direkt auch in nützliche Dinge? Wobei man dann natürlich bedenken muss, für die jeweilige Situation, was sind nützliche Dinge? Vielleicht auch Kaffee. Kondome. Make love not war, oder was? Genau das. Stell dir vor, du schießt auf jemanden, da kommt halt so ein Kondom verpackt raus. Das ist, wäre natürlich unheimlich sinnvoll und nützlich, aber ich dachte eher in Kaffee? Wasser bei Planeten, die unter Dürre leiden. Ach nee, wir sind im das geht nur im Umbra, ne? Ich hab schon wieder zu weit. Also eine dynamische Umwandlung ist halt schlichtweg unheimlich viel aufwendiger. Ja, wir haben ja hier unseren Großmeister, der angeblich alles kann. Ja, Moment, ich habe eine Idee, wie das ist. Fangen wir doch mal mit dem Einfachen an, mit dem kugelsicheren Ledermantel. Ich mache so eine große Maschine auf, so ein bisschen größer als ein Backofen. Zumindest der eigentliche... Also war wahrscheinlich auch mal einer einfach nur ausgebaut. Oder Hohlraum. Gib mal den Krempel her. Hier, Krempel. Ich schmeiß den da... Nein, ich schmeiß den da nicht rein. Ich lege den da drapiert in die Mitte rein, guck mir das an, schichte das nochmal kurz um. Das muss passend liegen. Das darauf, dann das geht da rein. Okay, ich mach die Luke zu und daneben ist so ein Schaltpult mit einer Million kleiner Knöpfe, Schieber, Regler und anderer Dinge. Und jetzt lasse ich mir ein bisschen Zeit, um das einzustellen und will jetzt daraus, worauf hatten wir uns geeinigt, Adamantium? Also der offizielle Terminus davon ist der Adamantium-Umhang. Okay. Das ist die Adamantium-Rüstung. Ja, dann muss ich jetzt erstmal Adamantium herstellen. Also wieder Materie umwandeln. Richtig. In eine Materie, die es nicht gibt. Also 5. Du möchtest dir Zeit lassen. Wie viel Zeit möchtest du lassen? Das ist bestimmt, wie schwierig das Ganze wird. OT gefragt, wie viel... Also über welche Stufen reden wir hier? Das ist ja eine gute Frage. Ich guck gerade, was ich da machen kann. Hm. Was nehme ich denn hier? Was ist denn, Ah ja. Ich habe wahrscheinlich so ein Kimono an. Ja. So ein? Ja. Echt jetzt? Wolltest du dir denn so nicht mal zu Hause kaufen, Schatz? Nein. Wieso nicht? Du musst ein Adamantium machen. Ich bin jetzt geistig gerade wieder voll, Mann. Wie viel Zeit muss ich mir lassen, damit ich das... Also du kannst dir eine Stunde Zeit, also du kannst es schnell machen, dann ist es normale Schwierigkeit. Eine Stunde mehr sind um 1 erleichtert, einen Tag um 2 erleichtert. Ja, eine Stunde. Woche um 3 erleichtert. Okay, du würfelst also standardmäßig gegen 8. Benutzt du deinen Fokus? Ja, klar. Also, ich kann, nachdem ich meinen Pitbull und meinen Äthermanipulator neu verdrahtet haben, funktioniert der ja wieder. Und den kann ich halt mit meinem Materieumwandlungsbackofen dann würfelst verbinden. Du gegen 6. Ja. Ist der Standard. Ja. Hans Quint ist jetzt zum Beispiel einsetzen, um das Ganze zu erleichtern. Nee, das ist okay. Das ist die 1 nimmt die 10 weg, das ist dann aber immer noch ein Erfolg. Check, du mal verwendest das also in ein Naja, es sieht halt aus wie ein sauberes, helles Metall. Könnte auch Eisen sein oder Stahl. Für alle anderen nur drumherum stehenden. Weißt ja, dass es Adamantium ist. Genau. Adamantium ist mal schwarz. Ich verwandle es aber in eine flüssige Form. Ein bisschen dran, was man glaubt. Ich verwandle es aber in eine flüssige Form davon, weil ich es ja aufsprühen muss. Ja, klar. Du kannst es halt, du wirst wahrscheinlich welche Sprühkanister, irgendwelche Kolben haben, wo du es reinfüllst, bis da irgendwelche Sprühgeräte dran zu packen und hast es gesehen. Ja, genau, dann kommt da noch ein Katalysator dazu, den also so eine Flüssigkeit, die ich dazu kippe. Er ist eine Stunde beschäftigt, ne? Ja. Was macht ihr in der Zeit? In der Zwischenzeit. Meditieren. Mach das auf dem Flur, bevor du jemand umstößt, ja? Man kann hier bestimmt meditieren, um Quintessenz irgendwie. So viel Platz ist in meiner Bude ja nicht. Verlasse den Raum, geh in das Gewächshaus, in unser Gewächshaus, meditiere dort. Mhm. Nee, du kannst ja gerne vor der Tür bleiben, aber in meiner Bude machst du nur irgendwas kaputt. Ja. Nee. Beim Meditieren. Tschüss.
Ja, wenn du dir irgendwelche Qigong-Übungen machst, dann haut die irgendwo gegen. Ja, aber keine. Lass mich ausrufen, sobald du mit deinem Zeug fertig bist. Ich überlege mir nochmal andere sinnvolle Dinge. Klar. Für das Ratstreffen. Und du hast also flüssiges Antimantel mit Kolben. Genau. Und dann sprühe ich das auf den Mantel von Leon. Ja. Und auf meinen Pullover, das probiere ich auch mal aus. Okay. Also nicht während ich den anhabe, weil wenn das dann steif wird oder irgendwas schief geht, das ist bestimmt nicht so eine coole Idee. Das ist nochmal ein Wurf mit Sphäre 5. Also mit Materie 5. So. Also, wie lässt du dir wieder Zeit? Ja, eine Stunde, auf jeden Fall. Check. Also, das ist halt 2 gegen 6. Also, wie gerade. Wäre ich nach der ersten Stunde auch gegangen sein, das dauert mir zu lange. Gut Ding will Weine haben, meine Freunde. Wilfsenscher. Igor, leg den Schalter rum. Das sieht doch wieder nach gegen 6. Ja. 2 Erfolge. Sehr schön, du hast also geschafft, beide Gegenstände damit zu besprühen. Erfolgreich, so dass es sich halt nicht nur drauf ist, sondern sich halt auch damit verbindet. Es muss ja halten. Mhm. Ich hänge den Mantel von ihm irgendwo auf und werf da mal was gegen. Klong. Ich werf da mal was Spitzes gegen. Klong. Ich werf da mal was Spitzes schnell gegen. Ein schnelleres Klong. Ich halte da meine Hand hinter und stech da vorsichtig mit dem was Spitzen durch. Wo ich also der gibt halt nach. Mhm. Der ist elastisch. Aber du kommst halt mit den Spitzen nicht durch den durch. Cool. Das hat geklappt. Ich zieh mal ein Pullover an. Das tut dann schon weh. Ja, ja, klar. Es dämpft halt nicht. Es geht, reißt halt nur einfach nicht. Du kannst mal ausgehen, wenn da jemand so drauf schießt, hast du halt garantiert darunter gebrochene Rippen, weil der Pulli halt recht gut dehnbar ist. Das ist bei jeder, ist dann ein bisschen praktischer. Das ist bei jeder schusssicheren Weste im Prinzip so. Ja, aber, weil es die bremst. Ja, ja. Das tut er nicht. Der verhindert nur, dass er reißt. Naja, das ist cool. Ich habe unzerstörbaren Pullover. Unzerstörbaren Pullover. Cool. Ja. Ja. Ich hinterlasse das Chaos da so, wie es ist. Schließe die Tür. Schmeiß mir den Mantel über die Schulter. Und du bist gegangen einfach, oder? Ja, noch eine Stunde. Wo bist du hin? Auch ins Gewächshaus. Okay, dann gehe ich zum Gewächshaus. Ja, du siehst wahrscheinlich, wie er da sitzt. Schneider sitzt. Und sie halt daneben ihre Bewegung macht. Beide nichts voneinander mitbekommen. Hey Leute, ich bin fertig. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe einen kugelsicheren Mantel unten und zerstöre meinen Pullover. Das hat jetzt nur ewig gedacht. Also der Mantel hat das gleich ohne wieder Pullover, er gibt halt nach. Ja, aber trotzdem. Vom Prinzip her. Und warum sind jetzt beide weiß geworden? Nein. Sind sie nicht, die sind beide so, wie sie sein müssen. Ich weiß nicht, wie meine Waschmaschine auf den jetzt reagiert. Ajatsch! Ich wirbel dreimal um meine eigene Achse und klonk ihn mein Erdering in die Brust. Wem mir? Dir. Dich schleuderst halt vor Schmerzen zurück. Au! Geht's noch? Ja, so toll kann sein. Zauberpullover ja wohl nicht sein. Der ist, ja, ich hol irgendwie einen, ich habe ja einen Schraubenzieher dabei, mach so. Siehst du, unkaputt. Der Schraubenzieher ist verbogen. Du liegst gerade am Boden, ne? Oder? Nee, das nicht, das hat er ja siehst du, unkaputtbar, Pullover. Ja, aber trotzdem noch nicht perfekt. Ja, aber es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Also hast du dir jetzt was Cooleres ausgedacht oder hast du nur deine Gymnastikübungen gemacht? Das probier doch nicht mit deinem kleinen Schraubenzieher. Lass mal wirklich testen. Ich hänge den Mantel irgendwo an den Haken oder an irgendeine Öse oder sowas, die da oben an der Decke ist, damit der Mantel da so hängt. Ja, viel Spaß damit. Ja, du kannst auf den stechen und schlagen. Der federt halt und gibt nach und sowas, aber er geht halt nicht kaputt. Das ist jetzt wie sicher, wie du jetzt auf dein Pulli haust. Du stellst halt nicht durch ihn durch. Du zertrümmerst jemand einfach die Knochen da drunter. An sich schon sehr praktisch, aber... Ja, ganz gut. Noch nicht ausgereift. Schon klar. Stoßschäden sollte so ein... Beim Anfang. Man kann ja noch ein bisschen Polsterung reinbauen.
Man könnte auch noch, es gibt ja, also man könnte dem auch noch die Eigenschaft geben, dass der ab einer gewissen kinetischen Energie, die darauf einwirkt, er fest wird. OT, es gibt ja wirklich Materialien, die genau das tun. Das ist so flexible, für Kampfsportarten, so flexible Panzerungen, die sind halt beweglich. Und sobald die sich schnell genug bewegen, nach dem Prinzip übersättigt die Lösung mit Speisestärke, verfestigt es sich. Nur dass es dann richtig hart wird. Ja. Das kann man machen. Mhm. Muss man sich halt was überlegen, wie man das macht. Ne? Ja, aber jetzt gehe ich erstmal Leon suchen. Weiß einer, wo der sich wieder versteckt? Ja, er ist gerade mit seinem Hubschrauber weg. Wichtiger Auftrag und so. Ja, super. Warum wartest du dir nicht 5 Minuten? 2 Stunden gebraucht hast. Echt? Scheiße. Ups. Ich glaub, so rum wir gegangen sind. Ich habe das nicht so richtig mitgekriegt. Also sie hat angefangen, du hast angefangen, irgendwelche Turnübungen zu machen und dann habe ich gesagt, schubst nicht um. Oh. Schubst nichts um. Also, Turnübungen? Ja, meine, das ist. Aber kennst du nicht es schaffen, wenn wir sowieso kinetische Energie auf so einen Mantel, Pullover, was auch immer bringen, dass das. Ich würfel mal scheiße, dann lege ich meine Würfel in 0071. Das ist wie der andere Michael, der sagte, ich mache bei Splittermund immer Risikowürfel mit 4 Würfeln. Wenn ich nur 2 nehme, würfel ich gerade Patzer. Würfel bei den Würfeln 1-1. Patzer. Ja, deswegen nehme ich mal nur 4. Stimmt halt. Ich hab mich aus dem Konzept gebracht. Könnte man diese Energie nicht umwandeln, um in sofortigen als Angriff zu nutzen? Ich könnte das. Ja, genau. Für mich. Ach so. Aber ich kann leider so einen Effekt nicht permanent machen. Vielleicht können wir unsere Fähigkeiten zusammen in die Waagschale werfen und irgendwas total Gutes machen. Das meine ich, ja. Achso. Hör doch zu. Du bist schon wieder am Überlegen, was du als nächstes baust, oder? Ja. Gib's zu. Ja. Und, was wird's sein? Hätte ich keine Punkte in Multitasking gesetzt. Ja, man könnte ja diese Beschichtung, wenn man die auch was... Multitasking-Helm bauen. Was, ein Multitasking-Helm? Nein, ich habe weder Geister noch Gedanken. Ja, aber das ist ja cool, das ist ein Ding, wenn das ginge. Ja. Ich brauche einen Helm, der mich Multitasking fertig macht. Das Problem ist, da gibt es aber ganz spezielle Regeln. Multitasking können nur, kann man nur auf OT, können nur Frauen. Nein, können nur Leute, die im Internet sozusagen zuständig sind. Man kann nicht multitasken, verschiedene Sprüche gerade wirken oder verschiedene Sphären wirken, sondern sowas wie, sie hätten das Beispiel telefonieren und eine E-Mail schreiben gleichzeitig. Ja, das wäre auch schon cool. Er könnte gleichzeitig über das nachdenken. Dann braucht man tatsächlich Gedanken 1 nur oder Gedanken 2. Naja, E.T., ich habe mich selber rausgebracht. Wir könnten halt nicht irgendeinen Pullover beschichten, der halt viel zu weich ist, sondern irgendwas Festes beschichten, um es dann total unkaputtbar zu machen. Sowas wie einen unzerstörbaren Panzer bauen, oder? Wie wäre es? Ich dachte, wir wollten positive Dinge und die Welt vor Schaden schützen und nicht neue Kriegswaffen bauen. Können wir nicht eine Weste zusammennähen aus Säcken voll von diesem, dieses Pulver mit dem Wasser, das wenn man draufschlägt, wenn das fest wird, und das dann beschichten mit dem Zeug? Du meinst eine gesättigte Stärkelösung. Dieses Pulverwasser, und das dann so Tüten abfüllen, daraus eine Weste bauen, in so kleinen Päckchen und das Zeug drüber sprühen. Also ähnlich wie einen Gambison, statt mit einer Watte oder Wollfüllung, mit so einem, bin ich tatsächlich überfragt. Das würde Energie verteilen und absorbieren und es wäre unzerstörbar. Das heißt, man könnte es auch einfach aus Plastiksäcken bauen, wäre das danach sowieso unzerstörbar. Die Frage ist nur, sieht doch blöd aus. Dann machst du halt noch Stoff drüber, um es hübsch aussehen zu lassen. Aber wem nutzt das? Das können sich wahrscheinlich wieder nur die Technokraten leisten. Oder ja, die Magi eben.
Aber dann kriegen sie Technokraten wieder in die Hände und dann schaufeln wir uns unser eigenes Loch. Wir können das für uns machen. Uns nur. Dann kannst du ihn jeden Tag treten, ohne dass es ihm mehr wehtut. Aber dann ist es nicht mehr so befriedigend, ne? Ja. Ja, Entschuldigung, dass ich etwas globaler denke als ihr beiden Kingstinigen. Ja, Du kannst das ja mal ausprobieren. Du hast sowieso sonst nichts zu tun. Brauch doch so ein Ding mal. Was heißt die? Ich habe sonst nichts zu tun. Ich habe wichtige Experimente, die ich sonst noch mache in meinem Labor. Hast du doch gesehen. Du hast Schrott da unten liegen. Alter! Schrott! Da ist nichts von Schrott, außer die Basisplatte, die du in Stuhl umgebogen hast. In den Hocker. Ja, funktioniert ja wenigstens, ne? Du hast gefragt, ob ich die Sitzmöglichkeit brauche. Ja, ich habe ja meine Platze auf dem Bett ein bisschen an die Seite geschoben, da hättest du dich ersetzen können. Sie wollte ja zuletzt nicht. Vor einem Jahr bezogen wurde? Vor einem Jahr, das ist ja noch großzügig. Hallo. Ich wollte mal nett sein. Ich lebe doch nicht im Dreck, Leute. Mann. Dein Zimmer sagt was anderes dazu aus. Es ist kein Dreck, das ist Arbeitsmaterial. Schrott? Ja? Nein! Das sind Einzel- und Ersatzteile. Schrott haben wir von unten aus dem Schrottlager geholt. Schon mal was von einem Messi gehört? Messing? Messi. Das sind so Leute, die glauben, dass sie jeden Schrott noch brauchen, dass er noch nützlich sein könnte, obwohl es eigentlich Müll ist. Und ja, die behalten die und sammeln die und horten die in Haufen. Das so wie du Sachen Schrott in Haufen hast. Nein, es ist kein Schrott. Ist auch egal. Du klingst genauso wie ein Messi. Ihr müsst da ja nicht wohnen. Da wohne ja ich. Ja, aber irgendwann nachts zieht da auch mal einer ein. Und also, der muss den ganzen Schrott da rausschleppen. Dann nehme ich das mein Das ist schweres Metall. Was glaubst du, wie nervig das sein wird? Also. Kannst du nicht einen Roboter bauen, der das Zeug für dich mal aufräumt? Ja, hatte ich, aber der hat alles immer dahingelegt, wo ich es nicht wiederfinde. Deswegen habe ich ihn auseinandergebaut und was Sinnvolles daraus gebaut. Ja, die wahrscheinlich aus seinen, Mami genannt. Nein. Bis bald. Der sollte es doch wieder besser gehen. 2016 ist sein Arschloch. Hä? Unsere geneigten Zuhörer, wir haben gerade mitgekriegt, dass Gary Fisher alias Prinzessin Leia alias der feuchte Traum aller Leute, die sie im Sklavenkostüm an Jabba the Hutt gesehen haben, angekettet, gestorben ist. Nachdem es gestern noch hieß, dass sie stabil war. Ja, richtig. Gestern hieß es, ihr wird es besser gehen. Rest in peace. Ich sage als einzige Frau, ich habe davon nichts mitgekriegt. Das ist natürlich schrecklich traurig und sie war tatsächlich heiß. Aber. Naja, IT. Also ich kenne da so einen Spezialisten, der kann dir bestimmt helfen mit diesen Messi-Sachen. Also es gibt Therapie, die dabei helfen tut. Da gehe ich mal für 2 Minuten aufs Klo und ihr seid bei sowas gelandet. Ja, sie wollen mich therapieren. Es ist wirklich ein Problem, das du hast. Das ist Man muss dich darum kümmern, das ist keine Lebensweise. Also was wollen wir jetzt bauen? Was wollen wir machen? Hast du auch gerade fertig gemacht. Nein, ja, unkaputtbarer Mantel und unkaputtbarer Pullover, schön und gut. Aber wir haben ja gerade festgestellt, dass das nur die halbe Miete ist. Also wir könnten jetzt... Soll ich dir Stärkepulver besorgen und du machst den Rest? Ich kann auch Plastiktüten holen. Und Nähnadeln. Und Klebeband. Und Stoff. Und Wasser. Ja. Wir können auch deinen Kaffee benutzen. Ja, das macht keinen Unterschied. Nein, den muss ich trinken. Der ist wahrscheinlich schon sehr flüssig, wenn er da rauskommt. Ich dachte, wir wollten jetzt so eine Weste basteln. Ist das der Plan? Ich fand, es ist, Also ich hab halt noch den Umhang da, weil ich ihn ja nicht zurückbringen konnte. Das ist jetzt ja, also diesen langen Ledermann, das ist nicht das Problem, der ist ja da. Ihr müsst euch nur überlegen, was ihr damit machen wollt. Ja, so die Überlegung vorher, wir könnten ja erstmal nicht da reinkleben, das ist halt, Die müssen ja fest miteinander verbunden sein, sonst, Ja.
Wir können es ja nicht annähen, weil wenn wir eine Tüte mit einer Flüssigkeit irgendwo dran nähen, dann läuft sie aus. Man kann ja Rand lassen. Man muss ja... Man kann ja... Wer von euch will denn da effektiv was an Magie wirken? Bisher wirkt eben noch immer unser Äther. Richtig, aber der kann ja keine Kräfte. Und es geht ja darum, dass ihr die Kräfte abbremsen wollt. Ja, da haben wir aber leider herausgefunden, Oti, dass unsere Kräfte... Du hast Kräfte 3, ne? Ja, aber ich habe keinen Kern, um das auch permanent auf Objekte anzuwenden. Ihr könnt halt zusammenarbeiten. Wir können zusammenarbeiten. Ihr könnt euch theoretisch auch vielleicht bei jemand der anderen nachfragen, ob es da nicht jemanden gibt, der Kern hoch genug hat. Ach, man kann. Also prinzipiell, man braucht Kern, um magische Effekte permanent auf Sachen festzuhalten, bestimmt. Ich dachte, manchmal ist halt tatsächlich ein Ding, was keinen Kern braucht, obwohl es eigentlich sollte, was mal ohne da drin steht. Fancy. Aber im Prinzip, man bräuchte aber halt jemand mit Kern 2, um tatsächlich einen Verzauberungseffekt, wie zum Beispiel, also, das ist ja eine Änderung des Materials, deswegen geht das. Aber man bräuchte einen Kern 2 zum Beispiel, damit du da Runen drauf machen kannst, die dann einen Effekt haben. Ich dachte, ich wusste nicht, dass man das kombinieren kann mit anderen Leuten. Ja, also würde ich jetzt einfach sagen, dass es sinnvoll ist, wenn ihr als Gildehaus etwas vorstellt, dass euch andere auch helfen können. Hast du denn überhaupt keinen? Und ihr untereinander könnt sowieso zusammenarbeiten. Ich habe Kern 1. Ich auch. Das kann ich auch nicht. Wir haben alle nur Kern 1. Ich habe halt Gedanken, Geister und Kräfte. Bei Gedanken können dieses Ding mit einer Aura versehen, dass es noch effektiver gegen Schaden wirkt. Das Problem, was du dabei umgehen willst, funktioniert so aber nicht. Du brauchst jetzt noch kein 2, um was auch immer da drauf zu zaubern. Ja, genau. Ich könnte es nur noch besser machen, auch gegen... Nein, könntest du nicht, weil du keinen Kern 2 hast. Nein, ich nicht, ich persönlich. Ich könnte nur zusätzlich... Ja, aber ihr bräuchtet immer noch eine Aura, die euch Kern 2 organisiert. Genau. Wäre nicht eine Aura, die Friedlichkeit verstrahlt, viel besser? Dass man erst gar nicht die Weste braucht... Also der Pullover erst gar nicht braucht, sondern dass man ihn anhat und alles ist friedlich. Alles schießen, dass niemand auf dich schießt. Ja, aber ich meine, falls halt ein Querschießer oder sowas auf dich kommt, bist du immer noch sicher. Das kann ich, so mächtig bin ich tatsächlich auch noch nicht, um so starke Einflüsse auf die... Es muss ja nur ein kleiner Impuls sein. Du musst ja jetzt nicht jemanden davon überzeugen, leg deine Waffen nieder. Du kannst dann so ein Friedensimpuls einfach nur. So einen kleinen Friedensimpuls kann ich durchaus setzen, aber auch da brauche ich Hilfe, diese Magie an. Ja, ich sowieso auch. Ich bin gerade eher am Überlegen, ich fand die zweite Idee, die wir hatten, eigentlich viel besser, anstatt diesen. Den Staubsaugerroboter? Nein. Die verwandelten Projektile. Genau. Das Feld, ich stelle mir das vor, wie so ein Energiefeld um einen herum, unser Energiefeldgenerator, der mithilfe von Ätherenergie alles an Materie über einer gewissen Geschwindigkeit, was da eintritt, in einfach desintegriert meinetwegen. Okay, das ist jetzt wieder total paradox, aber wir reden davon, dass wir das in Warum brauchst du Ätherenergie? Das ist doch genug Energie durch die sich bewegenden Objekte, die ihr dann wegwandelt. Die kann ich aber nicht nutzen. Kannst du das nutzbar machen? Ja. Kriegen wir das hin, dass wir von uns verschiedene Effekte in einzelnen Maschinen zusammenbauen? Ja. Ihr könnt ein gemeinsames Ritual machen. Ich weiß nicht, ob das 100% regelkonform ist, aber ich finde das cool, wenn das geht. Okay, dann. Weil sonst müssen wir nicht alles lernen. Dann müssen wir das. Niemand mit Kraft 2. Kern 2. Kern 2. Naja, wenn ihr das Anzug drauf machen wollt, braucht jemand mit Kern 2. Wenn ihr euch einfach einen Gegenstand baut, der das sowieso kann, geht das. Dann bräuchtet ihr nur noch Zeit, um es aufrechtzuerhalten. Ich kann ja mal Meister Olafsson fragen, der hat mir damals mein Schwert geholfen. Weiß bestimmt irgendwie, wie das geht. Ja, wir nehmen ja keine Metallplatte und ritzen da irgendwelche Runden rein, sondern wir bauen uns was das macht. Ja, aber der kann helfen mit verwandelten Effekten. Stimmt. Ach so, okay, klar, Kerl. Du musst nicht immer du brauchst echt so ein Multitasking-Helm. Ja, aber ich habe ja nichts im Gedanken. Also heißen die diese Sphären, heißen die IT genau so? Also, ja, reden wir IT über Kern und Gedanken? Und ja, genau. Ihr kennt IT, es gibt ja halt IT nicht als Stufen, sondern als ein Verständnis der Sphäre. Mhm.
die Sphären ermöglichen euch Dinge, aber es gibt 9 Sphären und es gibt auch eine Tradition, für jede Sphäre einen Sitz. Und die heißt auch IT-Sphären. Man lernt mit denen mehr über die zu wissen. Okay, das ist gut. Also mein Meister weiß auf jeden Fall mehr über die Kernsphäre als ich. Dann sollte ich ihn fragen. Okay, also der Grundgedanke ist ja, dass wir dann die Materie in irgendwas anderes umwandeln, innerhalb von einem bestimmten Radius, mithilfe der kinetischen Energie, die sie mitbringen? Ja. Stellt sich nur in die Frage, in was soll diese... In was soll die Materie umgewandelt werden? Weiße Flaggen? Bang, Fähnchen. Ja, aber das Problem ist, dass auch eine weiße Flagge, die mit Überschallgeschwindigkeit auf... Du kannst ja auch die kinetische Energie komplett absolvieren, dass das einfach... runterfällt. Ja. Ja. Ja, aber das ist die Frage, wohin mit der überschüssigen Energie? Die nutzen wir dann wiederum, wandeln sie in Delta-Energie um und nutzen sie für die Materietransformation. Entschuldigung, du wolltest was sagen. Ich wollte sagen, wenn das irgendwelche explosiven Geschosse sind, bringt dir das auch nichts, dass es vor dir 1 Meter explodiert, weil ist immer noch ziemlich tödlich. Ja, deswegen ja. Ihr denkt komplett falsch. Das Ding... Das Denk Objekt, die Materie davon hat Energie. Die wandeln wir um in etwas anderes. Und dann gibt es noch die überschüssige Energie durch die kinetische Energie. Die wandeln wir einfach in weitere Kopien davon um. Sagen wir, wir machen Schokobonbons. Und wenn man eine Pistole abschießt, kommt da halt nicht ein Schokobonbon raus, sondern 10 Schokobonbons, die auf dem Boden landen vor einem. Keine Schokobonbonmaschine. Ich sprach davon, die Projektile in sinnvolle Dinge umzuwandeln. Ja, ich doch auch. Schokobonbons sind voll sinnvoll. Schon mal Schokobonbons gegessen? Ja. Da siehst du? Also, dein Problem nicht. Wir halten fest. Schokobonbons sind hier auf der draußen übrigens eher selten, weil so viel Süßkram kriegt ihr ja nicht hingeliefert auf eure Bohrinsel. Was die Stimme aus dem Himmel gerade gesagt hat. Es gab ja ein Leben vor dem Refugium. Ja. Aber, nochmal zusammengefasst. Wir nehmen also so ein Energiefeld-Erzeuger. Der Gerät. Und dieses Gerät soll ankommende Projektile, soll den ankommenden Projektilen zunächst sämtliche kinetische Energie entziehen, um sie zu stoppen und die Energie nutzbar zu machen. Ja. Dann wandeln wir das in Ätherenergie um, damit wir endlich eine gescheite Energieform haben, mit der wir weiterarbeiten können. Diese Ätherenergie nutzen wir dann um... Wieso? Nichts! Du brauchst nicht wegen mir aufhören zu erzählen. Ich habe nur Spaß dran, was ihr da sagt. Diese Ätherenergie nutzen wir dann, um die Materie des Projektils in was Sinnvolles zu ändern. Und zwar so viel, bis sämtliche Energie aufgebraucht ist, damit wir keinen Energieüberschuss in dem Gerät produzieren, der irgendwann zu einer Überladung führen würde. Korrekt. Bester Vorschlag bisher? Schokobonbons. Finde ich prinzipiell okay. Wer ist für Schokobonbons? Hand hoch. Alternative Vorschläge werden noch angenommen. Ich guck dich erwartungsvoll an. Schaffen wir es irgendwie, dass dieses Gerät erkennt, was in der jeweiligen Umgebung für den Angegriffenen gerade voll sinnvoll wäre? Sinnvoll wäre? Vielleicht für den Träger? Ja, für... Dann müsste das Gerät noch Gedanken lesen können. Ich guck dich erwartungsvoll an. Ich glaube, in solchen Situationen wäre das Resultat einfach, dass mehr Pistolen erschaffen werden mit Kugeln in denen. Ja, ich dachte vielleicht, häufig entstehen Kriege oder sonstiges ja, zumindest jetzt in der weltlichen Welt, was einen späteren Einsatz zumindest... Ich weiß, worauf du hinaus willst. Das Problem ist, in der Situation, wo auf jemanden geschossen wird, ist das Sinnvollste für ihn, eine Waffe zu haben, mit der er sich wehren kann. Ergo, er bekommt eine Pistole von sich auf den Boden, mit der er zurückschießen kann, die eine weitere neue Pistole erschafft, mit der er wieder zurückschießen kann. Und dadurch wir das Problem haben, dass wir mehr Waffen erschaffen, was nicht gut ist. Und Paradox. Schokobonbon-Generatoren sind nicht paradox, oder? Doch! Wir wollen's ja im... Das habe ich nie bestritten. ...im Horizontreich nutzen, und da ist das okay, habe ich gehört. Ja. Ich finde die Grundidee ja schon mal voll cool. Alternativvorschläge. Cracker. Aber trockene Cracker sind doof. Cracker und Cheddar-Cheese braucht auch kein Schwein, wenn er gerade angegriffen wird. Ja, aber wenn die Leute die ganze Zeit auf dich schießen und du dich da nur hinsetzt und isst, dann bist du doch dankbar, wenn sie weiter auf dich schießen. Vor allem leckere Schokobonbons. Oh.
Vielleicht können wir auch so einen Randomizer einbauen, dass da halt verschiedene Arten von Bonbons kommen. So Werthers Original, Riesen, das sind ja Schokobonbons. Bist du irgendwie gesponsert, oder? Nimm zwei, dieser Blog ist produziert. Clubplatzierung. Dokratis YouTube-Channel sponsored by. Supported by Debitel. Bei Späku, Latius. Wir können ja erstmal mit dem Prinzip Schokobonbon anfangen. Vielleicht funktioniert das ganze Ding ja nicht. Ja, aber ihr wisst, dass man da noch sinnvoller, also, was mein Ziel wäre. Ja, aber erstmal. Auch in den Sphärenebenen, wenn zum Beispiel die XYZ auf dem Mars, der liegt auf dem Mars zum Beispiel. Die Söhne des Hermes hattest du doch mal. Die Söhne des Hermes schon mal gar nicht. Die Boten des Hermes. Nein. Der Orden des Hermes. Dann der Orden des Hermes. Na. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die auf dem Mars saßen. Oder ich habe dann die Überlegung ein bisschen verloren, welche wo saßen. Aber sie sitzen auf irgendwelchen Planeten teilweise auch. Und das ist dann aber auch... Die Planeten sind ja auch umfangreiche. Sollen wir es also in Sauerstoff verwandeln, oder? Ja, hier geht das Ganze aber gerade sehr technokratisch an. Die Technokratie glaubt, dass es einfach nur schlichte Klötze im Weltall sind. Die Traditionsmagier wissen, dass das ja viel mehr ist. Ja, ja. Naja, Schokobonbon. Ja? Wer ist dagegen? Wer ist dafür? Dagegen bin ich. 2 zu 1. Schokobonbons. Schokobonbons. Dann regnet's jetzt halt bald Schokobonbons. Machen wir. Erstmal einen Prototypen. Wir können das dann immer noch verfeiern. Ja, gut. Wie lange brauchst du dafür? 5 Tage? Das könnte ein bisschen dauern. 40? Viel. Ich brauche ja auch erstmal deine Hilfe, seine Hilfe und die Hilfe von... Wir holen also einer Olafsson dazu. Genau, einer Olafsson. Ein Mann mit Ruppenvollbart und langen roten Haaren, die in der Zopf zusammengebunden sind und einer langen dunkellila, einer Robe mit diversen Verzierungen dran und Symbole und irgendwie etlichen dicken Ketten, die um den Hals rumhängen, die etliche Pentagrammsymbole und sowas darstellen. Tatsächlich haben wir uns den Zuhörer noch gar nicht beschrieben. Wir haben uns den Zuhörern noch gar nicht beschrieben. Richtig. Wir wissen gar nicht, wie wir aussehen. Da müssen sie mit klarkommen. Ich habe tatsächlich auch keine Ahnung, wie du aussiehst, außer dass du Isländer bist. Bleicher Isländer, ja. Ein großer bleicher Isländer mit, ja, also mit gebleichtem Haar, weiß, ja. Schulterlang, groß, stark gebaut, kantige Gesichter. Ich werde einfach in dem Erklärungsvideo vorher kurz erklären, wer ist und wie aussieht. Das ist einfacher. Denn bis jetzt hätte man schon immer also ihr holt euch einer Olafsson dazu. Wie gesagt, Hermit, das ist halt der skandinavische Hermetiker. Der hat halt zwar seine hermetische Robe und die ganzen Kleidung rum, hat aber halt so einen schönen roten Vollbart, lange rote Haare, ist kräftig gebaut und sitzt wahrscheinlich gerade in seinem Zimmer über irgendwelchen Büchern und liest irgendwelche Formeln. Meister Olafsson. Ja, mein junger Schüler. Wir hätten da ein paar Anliegen, ein Anliegen. Wir bräuchten Ihre Hilfe. Richtig, was kann ich für euch tun? Wir wollten da so ein Projekt erschaffen für, was war das noch? Das Herbst. Ein Besuch im Horizon. Im Horizont, genau, im Horizon. Wir sollten ja da quasi etwas vorzeigen können. Das Problem ist, dass keiner von uns ein großes Verständnis für die Sphäre des Kerns hat. Ja, dieses Problem haben wir bei dir ja schon mal früher festgestellt. Ja. Schade, dass du das hier noch nicht dazu gehst. Naja, man kann sich ja nicht um alles auf einmal kümmern. Das kann ich nicht. Ich habe das Buch immer noch bei mir im Zimmer liegen, aber ich habe es noch nicht gelesen. Genau, das ist ja in Ordnung. Wie kann ich das helfen? Du kennst die technischen Details besser, erklär das. Technische Details, mein Stichwort. Also. Kurz was. Mach ich doch immer. Wir wollen so eine Energiefeldinduktor bauen, der ein Energiefeld induziert, mit dem wir kinetische Energie in Ätherenergie umwandeln können, welche wir wiederum nutzen,
um die Materie, die kinetische Energie freigesetzt hat, in die Schokobonbons umzuwandeln. So eine Art persönliches Kraftfeld gegen Schüsse und so weiter und so fort. Also sind darauf gekommen, weil Leon mir seinen Mantel gegeben hat, damit ich ihn mit Adamantium beschichte. Das hat jetzt geklappt und dann haben wir festgestellt, dass das ja zwar gegen Stiche und so weiter total gut hilft, aber die kinetische Energie nicht richtig aufnimmt. Deswegen haben wir überlegt, man bräuchte halt so einen Energiefeldinduktor. Der kurz versuchen, ne? Genau. Wir müssen aber seine Kraftenergie, um halt die Energie aufzunehmen, und meinen Materie-Umwandlungsprozess irgendwie da reinspeichern können. Und Akira wollte auch noch irgendwas beistellen. Wenn es sich zulässt, würde ich dem Ganzen noch eine positive Aura, also eine hinzufügen wollen. OT gesagt, das macht einen Würfelwurf halt schwerer. Bitte? OT gesagt, das macht einen Würfelwurf halt schwerer, wenn ihr dann mir auf einmal halt packen wollt. Ja, wir fangen langsam an. Es war eine Idee, aber... Ihr wollt also, ihr braucht also einen Sphärenverankerungsspruch. Genau. Eigentlich für zwei verschiedene Prozesse. War das nicht der Name vom ersten Kapitel? Ja, natürlich. Wenigstens das, was ihr letztes Mal schon mal gelesen. Also wir haben vom Prinzip her zwei Schritte. Wir haben einmal den Schritt kinetische Energie aufnehmen und in Ätherenergie umwandeln und dann die Ätherenergie nutzen und die Materientransformation anleihen. Wenn man also deinen ganzen technischen Humbug daraus lässt, brauchst du einfach einen Kaum deine Sprüche daran zu bilden. Was eine Zauberformel müssen da rein verfasst werden und dafür muss ein Anker da sein. Ja, so kann man das profan auch ausdrücken, aber... Er schafft es also doch zum Punkt zu kommen. Okay, da kann ich euch was vorbereiten. Das ist cool. Gib mir ein paar Stunden. Dann kann... Ich weiß ja, wie deine Runen funktionieren. Ich kann euch da was vorbereiten, dass ihr das im Tag habt. Danke, Meister. Cool. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Würfelst du jetzt die paar Stunden aus, oder? Ich würfel aus, wie gut er das macht. Er würfelt ja so. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Nein. Ein paar Stunden später, also, was macht ihr so jetzt zurzeit? Ich würde schon mal anfangen, eigentlich in mein Arbeitszimmer zu gehen und das Gerät an sich zu bauen. Das brauchen wir. Ja. Wie gesagt, das... Willst du das dann auch irgendwie mit diesem Mantel verbinden, oder wie hast du dir das vorgestellt? Nein, das ist ein eigenes Gerät. Also wahrscheinlich so ein Amulett oder sowas. Mit Kolben und solchen Dingen. Ja, also das wird ungefähr so kugelförmig, weil das soll sich ja gleichmäßig dieses Kraftfeld rausprojizieren, sodass es halt auch kugelförmig sein wird um einen herum. Und wahrscheinlich, das wird dann nachher so ein Kugelgerät sein, wo verschiedene Kolben dran sind. Wie trägt man das dann? Das muss man halt schon mit sich rumtragen in der Tat. Also man kann es im Rucksack tun oder man. Kann man es an den Gürtel binden? Man kann sich vielleicht an den Gürtel binden oder so. Okay. Das sind Dinge, die ich geklärt habe. Check. Dann werde ich dich fragen nach dem Teil, was irgendeine Deckplatte davon also am Ende draufkommt, damit ich da dann die Rune einzeichnen kann. Die muss ja nur irgendwo dran befestigt sein. Das ist rund. Warte mal, ich habe hier, um die Ätherkammer abzuschließen, oben auf dem Kolben. Habe ich so eine Platte, die gebe ich dir so ungefähr so einen Durchmesser, eine Messingplatte, wo schon ein paar Bohrungen drin sind, damit ich das nach einem Kolben machen kann. Reicht das? Ist egal, wie groß das ist, ich muss nur... Muss das auf die Innen- oder auf die Außenseite von der Ätherkammer? Ich würde es an die Außenseite machen. Die Außenseite, weil das muss ja die Energie von außen aufnehmen. Genau. Es kann ja dadurch, dass es auf... Also die Seite. Ja. Welche Seite? Die, wo du jetzt draufguckst, genau. Die? Ja, genau. Okay. Sieht man doch an den Bohrungen, da sind die angefasst. Da. Was? Da habe ich mit dem Senker, damit du die Schrauben da komplett so versenken kannst, damit das halt nachher glatt ist. Schon angebohrt. Daran erkennt man, dass das außen ist. Ah. Beide Seiten sehen für dich vollkommen gleich aus. Nein, da sind die Löcher oben ein bisschen größer. Es ist also egal. Nein, da wo die Löcher oben ein bisschen größer sind. Ich mache einfach auf diese Seite, ja? Ja, genau. Okay. Ja. Okay. Ihr bastelt also da schon mal dran? Genau, ich bastel dran. Ich will da noch einen Regler dran machen, mit dem man nachher die Größe des Energiefeldes ein bisschen variieren kann. Nicht von unendlich. Was von der Zeit ist du? Okay, zwei reicht.
dass man im Zweifelsfall nicht nur sich selbst, sondern vielleicht auch noch ein, zwei Leute, die nebenan gehen oder was damit schützen kann. Genau, und wie gesagt, Grundprinzip, kinetische Energie wird aufgenommen, von ihm umgewandelt in Ätherenergie. In für dich Ätherenergie. Genau, die wird dann in dem Kolben kurz zwischengespeichert, in dieser Ätherkammer, die ich da gerade, wo das Ding halt dann direkt rankommt, damit es da reingespeichert werden kann. Und wird dann daraus ausgeleitet in die Materieumwandler, der halt über die Korrespondenz direkt auf das Ding wieder zurückfokussiert und es in ein Schokobonbon umwandelt. Ja. Plus die überschüssige Energie in weitere Schokobonbons. Genau, plus wenn weitere überschüssige Energie. Ja, mit Maschinengewehr draufstellen. Ja, genau, um das zu verhindern, weil sonst würde sich ja immer mehr Energie in der Ätherkammer, in den Ätherspeicher ansammeln. Und damit das Ding nicht irgendwann explodiert oder überleert oder sowas, wird tatsächlich Energie dann da rausgegeben. Ich kann das noch nicht ganz einschätzen, wie viel Schokobonbons aus einem Projektil werden. Solving the hunger problem one minigun at a time. Was? Solving the hunger problem one minigun at a time. Amulett hinstellen. Schokobonbons für alle! Ja, Schokobonbons ist jetzt keine solide Ernährung auf Dauer. Sollen wir da was Gesünderes draus machen? Proteinsticks. Gesünderes, dann macht das. Ja. Die speichern auch für die Masse viel mehr Energie als ein Schokobonbon. Jetzt haben wir langsam das Problem, Proteinsteaks ist schon irgendwo relativ nah am Leben. Ach, Sticks? Okay. Sticks. Also ich weiß ja nicht, wo wir... Also Schokobonbons lasse ich euch so zu. Proteinsteak-Stäbchen und was regeln, da brauchst du, glaube ich, ja schon einen Punkt im Leben. Für. Ja, genau. Also wo fängt Leben an? Da ist das Problem. Weil das sagt, glaube ich, keiner von uns, oder? Das könnten wir für Version 2. Okay. Also erstmal Schokobonbons. Ja, Schokobonbons. Ihr seid also erstmal am Basteln. Genau. Wie wäre es mit sowas gefahren wie Wasser... Macht in Unmengen natürlich auch einen Schaden, aber... Das ist ja voll langweilig. Und wenn außerdem kannst du es ja auch nicht auffangen, weil dann plätschert es einfach zu Boden vor dir. Ich kann ja keinen Becher drum machen. Ich könnte Wasserbomben draus machen mit Plastik rum, also mit... Es wäre eine interessante Möglichkeit, den Garten zu wässern, wenn man einfach reinstellt und um dich rumschießt. Das ist die Frage, funktioniert das in beide Richtungen? Ich weiß es nicht. Du willst aus Wasser Projektile machen? Nein, er will mit dem Ding rumlaufen und einfach nach außen schießen und das dann in Wasser verwandeln. Ja, natürlich, es ist Energie, die einfach entsteht. Ja, das ist die Frage, ob das automatisch in beide Richtungen funktioniert, da du das abfangen machst. Es ist ja innerhalb des Feldes, innerhalb der Umgebung. Also sobald es klingt sehr kompliziert, diese Vorgänge auch sofort rückwärts laufen. Nein, ich will nicht den Vorgang rückwärts laufen. Die Frage ist, wenn von außen auf das Kraftfeld geschossen wird, ob dann derselbe Effekt entsteht, wie wenn von innen aus dem Kraftfeld herausgeschossen wird oder ob ich aus dem Kraftfeld herausschießen kann. Also. Ja, du kannst, wenn du innerhalb des Kraftfelds bist, wird natürlich auch alles in Schokobonbons umgewandelt. Okay. Aber wenn du deine Pistole so davor hältst und einen Arm rausragst, dann kannst du auch rausschießen. Okay. Aber auf deinen Arm. Ja, dann sollte dieses Kraftfeld für Schokobonbons aber durchlässig sein, ansonsten erstickst du in Schokobonbons, ne? Ja, die sind ja langsam genug. Das geht ja um die Geschwindigkeit der Bewegung. Ich möchte mal erinnern, wenn ein Typ mit einem G darauf schießt, dann läufst du einfach in deine Schokobonbons. Ja, das ist okay. Ich kann dann, wie gesagt, du musst dann nachher sagen, wie viel Schokobonbons aus einem Schuss werden. Ja, das seht ihr halt erst, wenn ihr es ausprobiert. Richtig, das ist halt die eigentlich interessante Frage. Ich könnte das sogar ausrechnen. Ich guck mal, was für wie viel Kilojoules so ein Riesending hat und dann. Nein, tust du nicht, Michael. Das macht, ihr seid nicht bei der Technokratie. Okay. Ihr aber dieses merkt Ding also mehr. Hey, ich dachte, dieses. da musst du diese Aura, nee, diese. Das Energiefeld? Das Energiefeld hält das auch mit auf, weil es ja die Energie. Naja, es hält es nicht in den Sinn auf, es entzieht ihm einfach die komplette Energie. Das heißt, sobald die Kugel in dieses Energiefeld eintritt, wird die Energie ihm abgezogen. Dann fällt sie runter? Na, es funktioniert ja schnell genug, dass die Energie abgezogen wird und wieder das Ding umgewandelt wird und an derselben Stelle natürlich weitere Schokobonbons erscheinen. Ja, das heißt, aber runter. Das heißt, wollte gerade, die fallen runter, weil die kinetische Bewegungsenergie nach vorne raus ist und dann fallen sie einfach runter. Das heißt, die Kugel trifft auf. Solange wir Schwerkraft haben, ja. Ja, ja, die Kugel trifft auf und dann entstehen an der Stelle eine gewisse Anzahl von Schokobonbons, die dann bei normalen Bedingungen runterfallen. Anzahl Schokobonbons ja. S. Oder ja, SB. Die unbekannte Menge SB. Was ist eine noch unbekannte Konstante in unserer SBX. Genau.
Nein, XSB. XSB, ja. Und die können wir halt nur empirisch ermitteln. Richtig. Ja. Ihr habt also mehrere Stunden lang gearbeitet und darüber diskutiert, was wohl passieren könnte, als einer bei euch vorbeikommt und euch das bringt, was ihr braucht. Im Endeffekt eine kleine Schriftrolle, die so 3 cm breit, 10 cm lang und ein Siegel, mit dem man ihn befestigen kann. Und dieser Schriftrolle ist außen in sehr dünn gehalten, ein Schriftzug in der Sprachschrift, die ihr wahrscheinlich nicht erkennt. Und da sagt er euch hier, das könnt ihr dann montieren. Und dann kannst du deine Effekte da halt draufschreiben und dann sind die, damit könnt ihr die halt daran verankern. Ah. Okay. Und meine Effekte dann auch. Also ja, natürlich. Okay. Ja, cool. Das ist ja fantastisch. Danke, Meister. Das Ding sollten wir innen in die Maschine einbauen, weil das Papier ist ja doch irgendwie relativ. Ist halt kein Metall. Ich hätte es irgendwo eingraviert. Aber das sage ich, nachdem einer raus ist, ne? Also wir sollen das innen drin anbringen, damit das nachher. Das ist auch geschützt, ja klar. Genau, auch mit geschützt ist. Ihr seht, dass da irgendwelche Glaskolben dran sind, ganz pipprige oder pipprig erscheinende Antennen, die da rausgucken und so, und ihr findet das Argument gerade irgendwie schwammig. Aber das war's so. Willst du die Rolle nicht so anbringen, dass man sie im Zweifel wieder unkompliziert rausnehmen kann, um entsprechend... Ja, du musst ja nur die 3 Schrauben hier lösen und dann diese Platte abnehmen und dahinter ist sie ja. Ja, okay. Und dann musst du doch den Nippel durch die Lasche ziehen, schon klar. Ja, ja. Das geht. Und, das geht. Es ist nicht jeder so ein Technikfreak wie du. Wie viel Zeit wollt ihr euch dabei lassen? Oh. Wie lange haben wir denn bis das... Sagen so 4 Tage? 3 Tage? Ich denke, ihr könnt mit Zeit ersparen, wenn ihr euch sagen, jetzt, also das Sinnvollste ist, wenn ihr 2 Tage Zeit lassen, dann kriegt ihr eine Erleichterung von 2. Ja. Ihr fangt an mit einer Startschwierigkeit von 12. Wow. Und beide müssen Würfel und Erfolge haben. Okay. Wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, seid ihr schon mal bei 10. Ich benutze meinen Fokus. Also bei 9. Ich denke mal, ihr werdet beide euren Fokus benutzen. Mhm. Wie funktioniert das denn? Ich muss ja auf dieses Blatt Papier quasi diese Rune... Runen schreiben, genau. Runen schreiben. Und was kann er beim Runen schreiben helfen? Nein, dein Fokus ist ja das Runen schreiben, oder nicht? Ja, schon. Ja, also. Ach so, ja, da, aber. Ich denke mir gerade nach, was mir danach noch mehr helfen können. Ihr könnt halt Quintessenz verwenden. Habt ihr so einen Zauber schon mal gemacht? Klar, ich habe so ein Ding schon 3-mal gebaut. Nee, okay. Also es ist ja so... Also ich habe vom Prinzip her, es ist ja Materiumwandlung. Also ich habe ja schon meinen Backofen aufgepinnt. Ja, aber das ist doch mit Energie, also mit Kinetische-Energie hast du garantiert noch nicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Vom Prinzip her ist es ja diese Runen, die ich auch als Tattoo... Ja, wobei halt bei dir wahrscheinlich das Problem mit dem Verbinden ist, weil mit anderen Sachen, wo ihr halt einfach beide noch keine Ahnung habt von. Es ist halt das, was ich dazu beisteuere, ist halt, ja, das kenne ich zwar, aber... Ihr müsst halt, theoretisch gesehen müsste halt jeder von euch alles kennen, damit euch das hilft. Ja. Nein. Und zwar ist jeder, der alles kennt, der hätte halt seinen Wurf erleichtert so. Möchte Akira vielleicht noch irgendeine Idee, wie sie da helfen kann? Ich kann es nur noch komplizierter machen. Ja. Okay. Das hilft aber nicht. Das hilft nicht so wirklich. Kannst du unseren Geist und Gedanken beeinflussen, dass so, wir auch konzentrierter sind? Du könntest theoretisch gesehen Quintessenz beisteuern, um das Ganze halt in einer magisch gesäuberten Umgebung zu machen, die das Ganze halt leichter macht. Oder halt wahrscheinlich heißt, du meditierst darum und verbrennst ein bisschen Quintessenz, könntest denen damit helfen. Also direkt mit meinen Zaubersprüchen quasi kann ich euch nicht direkt helfen. Ich könnte einen Geist rufen. Ich könnte einen Geist der alten Wissenschaft rufen. Wenn du einen Geist der alten Wissenschaft kennst, der schon mal einen Materiumwandler für Schokobonbons gebaut hat, dann gerne, wenn der weiß, wie das geht. Ich glaube aber, wir sehen uns ja auch im Neuland. Das ist eine Versuchung. Normalerweise sind das Geister von alten, ehrwürdigen Teilnehmern, der... Also Geister sind halt nicht die Geister von Toten, sondern sind halt Elementgeister und solche Sachen. Ne, es gibt auch Geister von Toten. Richtig, aber die kannst du schlecht rufen. Das sind sogenannte Todesalte, da ist das wirklich schwierig. Ein typischer Geist, den du vielleicht rufen könntest, wäre hier, du könntest den Geist einer Kaffeemaschine anrufen oder solche Sachen. Könnte ich mir noch eine Aderal schmeißen, hilft mir das?
Warum? Mehr konzentriert arbeiten? Du glaube nicht. Du kannst übrigens in den 2 Tagen, wo wir jetzt da arbeiten, kannst du übrigens über unser Knotendings meditieren und dir da Quintessenz rausziehen, weil wir 5 Freebies in Knoten gesteckt haben. Habt ihr 5 Quintessenz aus dem Knoten pro Woche? Ab pro Woche. Ich glaube, das war pro Woche, ja. Und wenn sie das 2 Tage macht, dann kriegt sie... Ja, sie kann die halt sofort abrufen, aber sie könnte die halt zum Beispiel einsetzen, um euch damit das Leben leichter zu machen. Genau, ja, zum Beispiel. Ihr könnt halt bis zu 3 Quintessenzpunkte kann man einsetzen, da könnt ihr die halt aus dem Knoten nehmen und ihr könnt es halt machen, indem sie halt da drumherum meditiert. Genau, wenn ihr das macht. Weil wir halt arbeiten und sie... Also das fände ich voll den guten Plan. Okay, check. Dann, wenn ihr 3 Stück einsetzt, dann habt ihr halt insgesamt noch 2 drin. Und Würfel gegen 6. Das klingt doch schon normaler. Das klingt doch plötzlich machbarer. Okay, wie ist das jetzt mit Willenskraft? Ich kann mir mit Willenskraft automatische Erfolge kaufen. Dann kannst du dir einen automatischen Erfolg holen, richtig. Dann mache ich das jetzt schon mal prophylaktisch. Check. Ja, ich benutze sowieso nie Willenskraft, deswegen benutze ich jetzt einfach mal Willenskraft. Ja. Weil sonst bin ich am Ende wieder mit voller Willenskraft. Ich glaube nicht, nein. Das ergibt keinen Sinn, weil ich ja selber nicht aktiv bin. Kannst du deine Willenskraft vielleicht einbringen, um einen Quintessenzpunkt mehr da reinzuhauen? Nein, es gibt nur maximal 3, die man einbringen kann. Okay. Dann müssen wir jetzt würfeln gegen 6, richtig? Richtig. Wetten, ich verkack's. Lass es. Nein, darauf will ich nicht wetten, das ist... Nein! Eine 7. Sind alle umgebracht? Kann ich das irgendwie rerollen mit Willenskraft oder Schicksalspunkten oder irgendwas? Hast du nicht hier, Dinge? Wie ist das? Bestimmung? Bestimmung würde ich dafür tatsächlich sogar zulassen. Was ich fragen wollte, bevor ich würfel, war, ob mir mein Avatar da vielleicht noch mal helfen kann. Nein. Irgendwie. Nein, so direkt hat er keine Punkte auf. Ja, ich habe 3 Einsen und 5 gewürfelt. Also explodiere ich jetzt und nein, kann mein Charakter... auf jeden Fall schon mal 7 Paradox aufschreiben. Ich weiß, wenn der Kobold gleich besuchen kommt. Ist hier drin, hier bin ich. Hallo. Wie viele Erfolge hattest du, Michael? 1. Insgesamt? Mit dem Willenskraft? Also mit Willenskraft 2. Also ich habe mit Willenskraft 1 Erfolg. Nein, nein. Der eine Erfolg wird dir von der 1-1 weggenommen, du hast noch 2-1 lieber. Ach so. Okay. Scheiße. Ihr habt ja doch insgesamt also keine Erfolge über. Das heißt, ihr tackert halt an diesem Ding zusammen und werkelt halt und das dampft und das zischt und sowas. Und ihr habt halt das Gefühl, wir haben jetzt was zusammen, wollt halt den ersten Probelauf machen, stellt das Ding hin, eine Pistole werdet ihr wohl auftragen können, schießt halt drauf und denkt halt, ja, pam, der Schuss geht halt voll rein, das Ding fliegt auseinander. Ich schieße an dem Ding vorbei, also ich schieße nicht da drauf. Also ja, der Schuss geht halt voll in das Ding fliegt auseinander. Ja, traurig. Also der du siehst halt, wie der Schuss in so einer Bahn da reinfliegt. Er sieht... Wow, der kann aber schnell gucken hier. Oh, ja, du siehst halt, also er weiß ja, wo er hingeschaut hat und sieht dann, dass das Ding platzt. Das fällt ihm halt auf. Ich spüre ja Materie, also spüre ich auch, wo die Materie sich lang bewegt, oder nicht? Ja, durchaus. Also du kannst da so einen Schuss nachverfolgen und du dich auch konzentrierst, das geht. Okay, das tue ich natürlich bei so einem Schuss. Ja, und stellst halt fest, Banz. Michael bekommt noch übrigens die 7 Paradox davon auch, weil ihr habt ja gemeinsam gearbeitet. Oh. Oh, okay. Hä? Ich auch? Nein, du hast ja nur Quintessenz beigesteuert. Oh Gott, ey, mein Charakter ist schon fast tot. Also, ich bin jetzt voll Paradox. Ich fand die Idee aber voll gut. Ja, die Idee war auch voll gut. Aber dass sie da halt so scheiße bei mir findet, da kann ich ja leider nichts machen. Wenigstens war ich diesmal nicht, der ihn verkackt hat. Also, wie viele Tage haben wir noch, bis dieses Ding losgeht? 2. Wir hatten 2 Tage gebraucht, um das Ding zu bauen, ne? Ja, also ihr habt euch 2 Tage Zeit gelassen, um das Ding zu bauen. Wir machen das nochmal. Ich finde die Idee voll gut. Aber wir haben keinen Quintessenz mehr. Ihr habt diesmal nur 1 Tag Zeit, den ihr effektiv nutzen könnt, was halt eure Schwierigkeiten ein bisschen, also was halt nur eine Schwierigkeitserleichterung gibt. Und ihr habt auch immer noch Quintessenz zur Verfügung. Ja. Hä? Aber wir haben doch... Ihr habt 3 aus dem Knoten genommen, ihr habt also noch 2 drin und ihr habt dann auch selber Quintessenz. Also man kann die 3 quasi für die gesamte, also für beide. Ja. Für beide gleichzeitig. Insgesamt habe ich das verrechnet. Ihr könnt diese 2 halt weiterhalten, das kann auch immer von seinen eigenen Quintessenz noch einen noch dazu. Richtig. Ich habe noch keinen Paradox abgekriegt, aber wenn du hier gleich verrecken willst, ist das deine Entscheidung. Valerian. Ja, hat einer eine andere Idee, was hier cool ist? Ich finde das Ding halt voll geil, ich will das bauen.
Wenn du es diesmal richtig baust, einen Runen hat's nicht gelegen. Ich lass mich doch von einem so einem kleinen Rückschlag nicht direkt. Ich habe Kopfschmerzen. Ja, noch ist alles okay. Alles gut. Paradox selbst hat also erstmal nur, sammelt sich ein. Da passiert erstmal nichts Schlimmes. Was war, wenn mein Paradox mein Quintessenz in diesem Kreis berührt? Nichts. Ich fange halt einfach an zu würfeln. Du kannst halt erstmal nicht mehr Quintessenz einspeichern. Ach so, okay. Aber erstmal ist alles gut. Alles super. Ja, war blöd, aber ich glaube, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Wie gesagt, eine Rune kann ich nicht liegen. Das ist eine ziemlich einfache Rune und ich habe 2 Tage mir gelassen, die perfekt zu zeichnen, wie noch nie eine Rune zuvor. Ja, ich glaube, ich habe auch eine Idee. Ich glaube, das lag an dem Äther-Energieabfluss, den ich generiert habe. Guck erstmal, ob der Zettel noch zu retten ist von Meister Olafsson. Oh, ich kram nicht. Ich versuch den da raus. Ah, das ist noch heiß. Wo ist das? Jo, der ist noch vollkommen heile. Cool. Ich hab mit 10 gerümmelt, der ist noch im Top-Zustand. Wäre in diesem Fall eigentlich sogar meine Rune noch mit drauf? Nein, die sind tatsächlich runtergebrannt. Also, so mag ich. Richtig. So ein Zischeffekt hat sich davon runtergelöst. Weil so, ich das Ding nochmal neu malen, wegen deinem Ich Verdacht. Muss das ganze Ding nochmal neu bauen. Ja, wir bauen das nochmal. Gut, ich bin gönnerhaft und gebe euch eine Quintessenz. Und wahrscheinlich den Rest aus eurem Knoten. Ja. Kann ich, wenn ich meine einsetze, gilt es aber nur um meine Probe zu erleichtern. Es kann irgendjemand von euch die einsetzen. Wer, ist mir halt egal. Ich lasse ja gar nicht so viel Fehler wie ihr. Ich bin mal großzügig. Ziemlich gut, danke. Ich benutze auf jeden Fall meine Quintessenz. Naja, wenn sie geht, brauchst du das nicht. Nicht noch mehr daran. Es geht ja nur maximal 3. Achso, maximal 3. Die haben wir schon drin. Okay. Okay, das heißt, wir haben jetzt nochmal einen Wurf. Diesmal gegen 7, weil ihr weniger Zeit habt. Ich mach wieder Willenskraft. Jo, mach das. Ich auch. Ich hab so viel. Wie viel hast du? 6. Aber du musst bei mir rechnen, ich benutze so gut wie nie Willenskraft in WoD-Spielen. Das war doch ein reiner Punkt aus Neugier. Ich weiß, dass das hart geht, aber das einzusetzen ist, weil du sonst nie wieder brauchst, weil du nicht dran denkst. So, kann ich das noch... Sparsam wie gesagt, mein Avatar kann mir nicht dabei helfen. Nein. Gibt es sonst irgendwelche Dinge, die wir machen können? Ich wüsste so keine. Okay, also gegen was Lex hast du gesagt? 7. Diesmal gegen 7, weil ihr weniger Zeit habt. Bitte! Ich habe... Ein Erfolg. 3 Erfolge. Die lösen sich auf. Nein, 3, 4, 4 mit dem Willenskraft. Okay. Bitte? Du hast kein... Ich hatte mal Willenskraft angekauft. Ach so, ja. Stimmt. Und okay. Hat Nils hat gesagt, das reicht. Ja. Was hast du gewürfelt? Ja, ich habe einen Willenskrafterfolg. Der Rest hier hat sich wieder gegenseitig aufgelöst. Schön. Wenigstens habe ich 4 Erfolge für uns geholt. Ja, ihr wettelt und tut und dann unter Hochdruck, man sieht halt irgendwie, wie man, wenn man in das Zimmer reinkommt, sieht halt meditiert, nebenab läuft und sonst halt überall natürlich alles, was irgendwie Glas ist, mit Kondenswasser beschlagen ist, weil ihr euch so anstrengend und dabei so schwitzt, dass ihr so viel Wärme erzeugt und andauernd irgendwelche Schweißgeräte an sind und hat irgendwelche Ältertransformatoren. Man hört, wahrscheinlich schlaft ihr in der Zeit auch schlichtweg. Ich fühle, man hört dann dort irgendwelches Krachen aus dem Zimmer heraus und so. Also typischer Filmmanier. Geht halt jemand dran vorbei und zuckt auf einmal, weil es aus dem Raum laut kracht. Ein Lichtblitz. Genau das. Wenn wir jetzt in einem Comic wären, würde er zwischendurch einfach Elektroschocks bekommen, weil er ein Skelett von außen sehen. Zumindest bin ich in einem Comic. Ja, und hab dann dieses Ding da stehen, was halt gut aussieht. Diesmal bist du dir sicher, du hast alles perfekt verkörpert. Ja, ich weiß halt, was ich beim letzten Mal falsch gemacht habe. Holst dann die kleine Test 9mm, die er da hatte, raus. Drückst halt ab und irgendwie so einen Meter vor diesem Kolbelchen, was da auf dem Boden ist, verwandelt die Kugel sich in 3 Schokobonbons, die einfach plöpp zum Boden fallen und beim Aufschlagen zerquetschen. Ja! Armin! Ich gehe da hinten in die 3 Schokobonbons vom Boden. Also wie gesagt, aufgeschlagen und so quitsch, so kaputt gegangen dabei, also zerdrückt. Warum sind die direkt zerquetscht? Egal, es sind Schokobonbons. Probier mal einen. Probier mal. Also sind die direkt so richtig matschig? So hätte sie mit Vollschwung auf den Boden geschlagen. Und dann sind die halt zusammengekrischt. Also mit mehr Schwung, als wenn sie von der Höhe runterfallen würden? Richtig. Den Effekt verstehe ich noch, ne? Ja, die Umwandlung ist vielleicht noch nicht ganz perfekt. Oder vielleicht... Ich probiere trotzdem. Ja, ist ein Jungbomber. Ich gebe euch auch die anderen beiden. Wenn ihr, du kannst, wenn du möchtest, gerne auf Intelligenz und Naturwissenschaft würfeln. Ja, voll. Kann es vielleicht sein... Hast du? Oder habe ich wenigstens ein paar mehr Würfel? Wo werden denn die zusätzlichen Bonbons hin erschaffen, hin materialisiert? Ey, das
gibt es nicht. Also meine Einsen lösen wieder alles auf. Ja, du hast echt keine Ahnung, warum die Dinger zerquetscht sind. Valerian. Ja? Diese zusätzlichen Schokobonbons, wo werden die denn erschaffen? Warte. Du hast es ja gesehen, wenn du da drauf schießt, das sind halt kleine Kolben. Und wenn der Schuss reinkommt, für einen Moment blubbert in diesem Kolben halt der Äther hoch und geht halt in so einem Bogen in einen anderen Kolben rüber, blubbert da wieder runter und dann plopp, sind halt zwei Schokobonbons. Also da wird halt die Kugel zu einem Schokobonbon und dann ploppen daneben halt zwei weitere auf. Einfach daneben, aber nicht, ja, nicht an derselben Stelle quasi. Was ja, nein, doch, das macht durchaus Sinn. Aber nee, eher nebeneinander. Nebeneinander ist nämlich cooler. Nee, weil sonst... Nee, vergiss es. Ich habe mich gerade daran erinnert, was da passiert ist. Ansonsten hätte ich gedacht, wenn die an derselben Stelle erscheinen, dass sie sich gegenseitig, durch die Materialisierung dass wegdrücken. Dass sie sich verdrängen und wegdrücken. Ja. Nee. Aber es muss tatsächlich ein Problem sein, die kinetische Energie komplett umzuwandeln. Komplett loszuwerden. Scheinbar hat das Schokobonbon durchaus noch mehr kinetische Energie als wenn ihr möchtet, auch beide gerne mal auf Naturwissenschaft. Also habe ich nicht. Intelligenz und Naturwissenschaft. Okay, wenn du es nicht hast, dann nicht. Du hast keine Ahnung. Also, du hast keinen Punkt in Naturwissenschaft? Nein, ich habe Okkultismus. Alter, du hast keine Ahnung. Du hast ganz kräftig, aber du hast aber keine Ahnung, wie sie funktionieren. Intelligenz und Naturwissenschaft? Intelligenz und Naturwissenschaft, ja. Nee, ich habe gerade auch einfach zu wenig Würfel genommen, weil ich meine Nachforschung geguckt habe. Dann würfel gerne beide hinterher. Ja, oder was auch mal hier erzählt. Ja, zwei. Eine 5 und eine 4. Das hilft mir auch nicht weiter. Und bei dir, Christina? Ich hätte nur 2, 3 und eine 4. Ja, du hast also alles keine Ahnung von physikalischen Gesetzen. Ist okay. Also nicht genug zumindest. Also auch OT komme ich nicht auf die Slot, die du gerade hast. Also willst du es OT wissen? Ja, bitte. Ja, ihr nehmt dir viel alle kinetische Energie weg. Es bewegt sich aber vor allen Dingen, weil es halt kinetische Energie hat, die es nach vorne treibt. Das heißt, in dem Moment nimmt ihr dann auch Lageenergie mit weg. Das heißt, es wird mehr nach unten gezogen. Ihr saugt halt die Lageenergie zum Teil mit ab. Ah. Und damit dementsprechend wird es mehr nach unten gezogen, weil die Energie für die es oben hält. Aha. Und der Windschirm wird zwar auch bereits zerdrückt unten. Ah, okay. Ja, da kommen wir mit klar. Ich wäre ja immer noch dafür gewesen, dass wir irgendwas Sinnvolles damit erschaffen. Was ist das? Schokobonbons! Also nicht Prototyp. Ja. Prototyp. Genau. Wer so ein 2 gibt, dann, da gibt's dann Proteinriegel, damit wir wissen, was wir noch sechs nicht erschaffen. Ich hab ja gesagt, und die kann auch essen. Die kann auch kleiner machen. Dann andere Leute. Stell die mal auf maximal klein und maximal große Ausdehnung. Okay. Jetzt machst du es kaputt. Hoch oder tief? Hä, wieso? Das ist doch... Sag es mir einfach. Hoch. Okay. Du stellst das Ding auf klein, schießt ab, kein Problem, weil du bist halt erst kurz davor, und so ein Stück davor wird es dann zu einem Schokobomber, was dich für einen Moment in Panik versetzt, und du schießt, dass die Kugel da reingeht. Hm? Stellst das Ding auf maximale Größe? Nee, dann will ich ja vorher, nehme ich das Feld wahr, weiß ich, wie groß das ist? Ja, nicht wirklich. Das ist ja, ist das von mir ein Feld, ne, so ein Kräfte, um man richtig. Kannst du das wahrnehmen? Ich kann das wahrnehmen. Dann sag mal, wie groß das ist. Ja, ich glaube tatsächlich, ihr könnt beide nicht sicher sagen, wo ungefähr diese Grenze liegt. Ihr habt halt nur einen kleinen Regler da dran. Dann probiere ich das halt empirisch aus, nicht das. Check, genau das ist das Problem. Genau das passiert. Du machst das Ding halt auf Maximum. Nee. Mit deiner Pistole ab. Nee, genau nicht. Also erstens machen wir das draußen und ich schieße dann mit der Pistole irgendwo von der Bordplattform runter, dass ich auf jeden Fall nichts treffe oder so, ne? Mhm. Dass ich irgendwo aufs Meer hinaus schieße. Du stellst das inkrementell nach oben. Bitte? Du stellst das inkrementell nach oben. Also größer. Du fängst ja nicht beim Maximum an und. Ja, genau, das meine ich ja. Ich mach das macht das Ganze schon mal deutlich interessanter. Da kann ich proportional abschätzen, wenn ich jetzt auf Minimum habe und dann mache ich die Einstellung, die ich am Anfang hatte. Ja, das Maximum erreicht ungefähr 5 Meter. Hättest du es in deinem Raum ausgetestet, wäre eine Schokobombe an deiner Pistole festgesteckt gewesen, hättest du das Reflex nochmal abgenommen, um zu gucken, was passiert, wäre es halt geplatzt. Ja, aber genau deswegen habe ich ja gesagt, wir machen das draußen, und da war ich sowieso von lange Vergiss nicht mit den Edding dann die Dinger zu markieren, dass wir wissen, was wie groß ist. Ich mach das nicht mit dem Edding, sondern ich graviere das da leicht ein in den Ja, entschuldigen, dass ich nicht Mr. Mechaniker hoch und so bin. Ich hätte jetzt gedacht, dass du da irgendwie einen Blitz in der Luft mal manifestieren lässt, aber. Das ist keine kinetische Energie. Doch, ja. Elektrizität. Hallo, wir haben eine. Egal. Projektil in Schokobonbon-Umwandelmaschine gebaut. Das ist voll cool! Und die können wir so präsentieren. Ist Leon eigentlich inzwischen wieder da? Ja. Erstens, ich habe ihm seinen Mantel wiedergegeben.
Ja, er guckt die, er probiert da ein bisschen drauf, was hab ich jetzt davon? Ist okay, der reißt nicht, ja, aber. Das wolltest du doch, der ist kugelsicher. Du kannst wenn ich durch ihn schießt, dann bricht er mir immer noch alle Knochen damit. Ja, aber die Kugel geht nicht durch dich durch. Das ist doch, außerdem haben wir was viel Cooleres. Das brauchen wir jetzt erst noch, aber danach können wir mal darüber reden. Wurden die Welt verbessern, nicht zu. Außerdem willst du noch dein Image noch mehr vor ihm verschlechtern? Vergiss es. Ja, danke. Das ist nett, der heißt nicht. Ich habe jetzt nur einen kaputten Pullover. Ja, aber der hat einen Nachteil. Er nimmt halt seine Pistole raus und drückt dann aber auf dich ab. Und du, ihr seht halt, wie er sich schwer zusammenzockt. Und er hat absichtlich gebrochene Rippen halt, weil er so auf dem Boden liegt. Kennst du das Problem? Kugelsicher. Und tapert dann weg. Alter! Hör auf zu rollen. Mach so ein bisschen. Also, du siehst halt, wie halt, also, das hat sich halt nicht eingebollt und die Knochen eingeschlagen. Der Pulli ist halt nicht gerissen, aber die kinetische Energie ist halt trotzdem voll durchgegangen. Ja, und natürlich. Wir bringen ihn erstmal zu Schwester Susanne. Ich trage ihn. Ich hechle gerade voll nach Luft. Alter, der Typ ist voll irre. Atmen, nicht reden, atmen. Ich nehme ihn in die Arme und trage ihn zu Schwester Susanne. Ah, ich schrei auf, wenn du mich... Ja, es ist sinnvoll, du hast gebrochene Rippen. Anfangs und so. Ahoi, wieso, Baby. Ah, der Typ ist voll. Der riecht keinen Schoko. Sister Susan guckt euch auf jeden Fall ziemlich verwirrt an, weil es ist nur eine Dame und wie 30, Anfang 40. Nonne, also im Vollpinguin-Kostüm. Kennst du diesen Pinguin? Genau das. Guckt dich halt erstmal verwirrt an, kümmert sich dann um dich und fragt sich, ihr habt was getan? Im Namen Gottes, warum habt ihr denn das gemacht? Warum was gemacht? Auf euch mit Pistolen geschossen. Nein, Leon, nicht auf mich. Das war ein technisches Experiment. Warum experimentiert ihr, indem ihr mit Pistolen auf jemanden schießt? Das war so nicht geplant. Und ich würde jetzt gerade gerne deinen Pulli aufschneiden, um an die Rippen zu kommen, aber irgendwie funktioniert das nicht. Dafür hat der einen Reißverschluss. Ah, oh. Hat das was mit dem Experiment zu tun? Mhm. Kinder. Und sie fängt halt an, dich zu verarzten. Fragen Sie besser nicht. Mal sehen, wie gut sie im Verarzten ist. Pazar. Warum schießt der Wichser einfach auf mich? Also setzt deine Knochen langsam, aber schmerzhaft wieder zusammen. Also ihr beiden wartet wahrscheinlich draußen. Also ihr sagt, wartet da draußen. Wir hören halt von drinnen als Schmerzensschreie von ihm. Während halt, und zwischendurch so knack, knack. Aber als er wieder rauskommt, sitzen halt seine Knochen alle wieder. Und es tut doch nicht mal weh. Ja. Besser? Besser schon. Der Typ kommt auf meine Liste. Das sagst du jedes Willst Mal. Willst du jetzt mit Schokobonbons beschießen, oder was? Das wäre ein echt witziger Streich, wenn man das Ding hier denkt, auch schon. Kannst du nicht die Minigun vor ihm aufholen, der steht irgendwie am Boden fest, besonders, dass du nicht bekommst. Kriegt er einen Vollpraniker, drückst auf und dann spritzt einfach alles zu Schokobonbons. Der wird so dumm gucken. Ich hab gerade überlegen, ob ich so ein Ding in seine Pistole bauen kann, das nächste Mal, wenn er irgendwen abschießen will, da nur Schokobonbons rauskommen, die ihm ins Gesicht klatschen oder so. Streichkultur unter Magiern ist schon hart witzig. Prank Wars unter Magiern kann noch witziger. Ja, das ist ja durchaus ganz weit einfach geeignet. Der Typ hat ein echtes Problem im Kopf. Ja, und trotzdem versuchst du dich immer wieder mit ihm anzufreunden. Es ist immer wieder mit ihm anzufreunden. Du weißt, dass das nur ein Schlechter ist. Letztes Mal hast du auch schon gesagt, er kommt auf deine Shitlist. Und jetzt hast du wieder versucht, ihm was Nettes zu tun. Was? Ich sagte Schlechter mit Ja, er ist ja auch nur... Ja, der ist blöd. Er ist ein gewissenloser Meuchelmörder. Was erwartest du? Ja, genau, danke. Ja. Gut, wollen wir dann... Ich muss Sachen packen für... Genau, Sachen packen und du guckst, dass du das Ding sicher verpackt bekommst. Jo. Ich will nicht, dass es bis dahin schon wieder kaputt geht. Nein, ich pack das in so eine, Metallkiste, wo das reinkommt, wo so ein Schaumstoff füllt, der Material drin ist und sowas. Das ist richtig gut, sicher verpackt ist und so. Okay, kein Problem.
Wie wollen Sie mich eigentlich nennen, diese Maschine? Ich muss ja irgendwas auf die Kiste schreiben. Schokoboniator. Nein. Nein. Ich brauche einen würdevolleren Namen. Sowas wie... Energieäther. Mach's nicht zu kompliziert. Ich sagte einen würdevollen, wohlklingenden Namen. Unter 20 Silben ist da nichts drin. Und es muss mindestens dreimal Eltern drin auftauchen. Genau. Projekt-Tech. Nicht, keine 20 Silben. Friedensmaterialisierer 1.0. 1.1. 1.0 ist explodiert. Stimmt, 1.1. Ich finde Projekt-Tech gar nicht so, so blöd. Und für was? Und wo ist der Schoko? Und wo ist die Äther-Energie? Und wo ist die kinetische Energie? Und Protect. Das versteht doch eh keiner außer die, wie das Ding funktioniert. Ja, vielleicht die anderen da aus deiner, Karl. Ne, Riley versteht bestimmt auch, wie das funktioniert. Oder nicht? Ich habe dir das dran erklärt. Riley versteht davon noch weniger, weil der keine Ahnung von Naturwissenschaft hat. Ich habe dir dran erklärt, wie das Teil funktioniert. Ja, du hast ja, aber außer jemand aus deiner ich habe jedes Mal nur Rauschen verstanden. Äther-Pumps-Bar ist ein gutes Wort. Wollte es nicht so nennen. Sag einfach Protect. Das ist noch ein bisschen einfacher als Projekt-Tech. Projekt-Tech. Siehst du? Projekt-Tech. Projekt-Tech. Aber da stottert man so. Das klingt so, als wenn man stottert. Mach doch einfach Protect draus. Ende. Ja, Protect, das ist... Nein, das ist Quatsch. Du nennst es jetzt nicht Ether-Protector. Nein, das ist ja auch kein Ether-Protector. Wer ist für Protect? Ein Ether-Protector, Protector liegt da in der Ecke, aber der funktioniert nicht. Da muss ich nochmal... ist doch egal. Auf jeden Fall funktioniert ja auch Ether-Protector. Ich bin für Protect. Einfach... Okay. Protect. 2-1. 2-1. Demokratie gewinnt. Warum sind sie denn aus dem Krümel rausgekommen, sehe ich gerade. Warum kommt aus meinem schwarzen Krümel? Weiß nicht, aber das ist am riesigsten mehr aus schwarzen Krümel. Nein, das ist, bist du hier oben, der das Ledersofa hier kaputt machst. Und das die Lederbeschichtung so auf meinen Rucksack und dann auf deinen Boden abdingselst. Ja. Also ich weiß nicht, ob du deine Füße weiterhin da oben drauflegen solltest. Ich werde dann gleich mit dem Staubsauger dran drücken in deiner Aufnahmepause. Aber ja, da hast du mittlerweile einen Namen zusammen. Ich arbeite dran. Wir haben gerade schon demokratisch für Protect entschieden. Ja. Wir haben uns demokratisch auch für Schokobons entschieden. Du hörst dich an diese Demokratie. Richtig. Ich wurde überstimmt. Da war es okay. Jetzt bist du überstimmt. Pass auf. Pass auf. Ich mache einen Gegenvorschlag. Kinetta pro Schokolisator. Das klingt auch nochmal so, als würde man stottern und nicht wissen, was man sagen will. Kinetta pro Schokolisator. Ich kann das dreimal hintereinander schnell sagen, da stottert man nicht bei. Kinetta pro Schokolisator. Weil Kinetta pro Schokolisator. Kinetta pro Schokolisator. Ist Protector. Ja auch klar. Ich fange übrigens an. Protect. Kinetta pro Schokolisator in die Kiste zu graben. Hey! Pass Protect! Auf, wenn du es liest, erkennst du es ja auch sofort. Kinetta von kinetischer Energie und Äther, die Hauptenergieprinzipien. Ja, und dann pro wie Protect, wie außerdem pro für, ist ja auch, kommt auf dem Lateinischen, Schokolisator. Halten wir uns bitte an die Demokratie, für die wir uns hier entschieden haben, die wir hören würden. Deswegen, ich wollte ja einfach nur mal einen Gegenvorschlag Nein. machen. Nein. Kinetta pro Nein. Schokolisator. Beschreibt aber exakt Protect. Das klingt wie eine Hautschutzcreme oder wie ein Kondom, aber die Kondomidee hatten wir ja schon wieder verworfen. Aber Protect ist einfach simpel und sagt genau aus, was es tut. Es aber Protector pro Schokolisator erklärt auch gleichzeitig, wie es funktioniert. Steckt das will kein Ego Mensch ein. Wissen. Du, das kannst du in 5 Minuten wunderbar den hohen Herren erklären. Jetzt steckt dein Ego ein, Lavarian. Das heißt jetzt Protect. Du bist überstimmt. 1.1. Komischerweise steht auf dem Gravierschild, währenddessen schon. Nein, ich halte mich an der Vorgabe. Das ist ja so eine, in der Kiste bewahre ich alles Mögliche auf. Da habe ich so ein, quasi so ein auswechselbares Messingschild, so ein Platzhalter dafür. Also kommt ein neues Messingschild drauf und da steht Protect. Und während die nachher raus sind, und kann man das umdrehen. Und auf der anderen Seite steht Kinetta pro Schokolisator 1.1. In wie vielen Zeilen? Hallo, das ist gar nicht so groß, wenn man das ausschreibt. Aber Kinetta pro Schokolisator beschreibt halt genau, was es macht. Und das ist das Pro für Protect, aber auch für oder zu Schokolade. Ja, pro wir haben es verstanden. Ja, aber ich finde den Namen voll geil.
Netter Broschurenisator 1.1. Ich kann das nur unterstreichen, der Name ist cool. Aber Demokratie. Ja. Ja, die ist nicht cool, ich weiß. Ja. Das ist ja etwas, was die Technokratie betreibt. Das sagt uns ja schon alles. Also ich habe Protect 1.1 auch in großen Lettern eingraviert, aber man kann es. Du kannst ja groß Protect in 1.1 und dann in irgendeine klein, die Langform, Brutto Schokolisator, Dingsbums, so entscheiden. Deswegen bin ich Spielleiter, damit ich sowas nicht aussprechen können muss. Habt ihr das dagegen, wenn ich das da drunter nochmal? Ja, in klein meinetwegen. Ja, groß kann ich auch nicht, weil über so viele Buchstaben passt. Schreib wenigstens ordentlich, nicht mit seiner sonstigen Sauklaue. Jetzt verwechselst du wieder Spieler und Charakter. Dein Charakter hat bestimmt auch eine Sauklaue. So wie sein Zimmer aussieht. Könnte sein. Das hat aber was mit Datenschutz zu tun, damit mir keiner meine Notizen klaut. Aber natürlich, ja, gravieren kann ich vollständig ordentlich. Bitte? Natürlicher Kopierschutz. Genau. Du hast bestimmt so Schablonen für die einzelnen Buchstaben, dass du einfach nur... Ja, ja, klar. Dann wird da unter Kineta Pro Schokolisator 1.1 geschrieben. Ja. Ich hab das Ding fertig. Voll geil, ich habe nur 12 Paradox-Punkte dafür kassiert, aber das ist was wert. Ich würde sagen, dann ist das auch ein passender Moment, mal eine kleine Pause zu machen. Jo, ich muss mir vorstellen.